Wunderschönen guten Abend alle miteinander. Hey, einen wunderschönen, oh guck mal, das ist total voll schon der Chat hier, alles Freunde ja, der gepflegten Abendunterhaltung. Genau. Genau. Endlich mal wieder live, ja, wird doch Zeit, ne? Oder? Ja, ich sag's dir. Nach so ein bisschen Abstinenz jetzt haben wir es endlich mal wieder geschafft. Achso. Ja, wieso steht bei mir immer der volle Name und bei ihr nur der? Okay, na gut. Also für alle, die mich nicht kennen, habe ich euch mal meinen vollen Namen hier irgendwo. Darf ich sie duzen oder? Muss ich sie duzen? Ach, nee. So, es kommen immer noch ein paar Leute rein. Ich würde sagen, bevor wir hier gleich mal loslegen und uns mal ein bisschen drüber unterhalten, was so los war und was so die aktuellen Themen sind, habe ich heute einen kleinen Sponsor der heutigen Folge. Ich rück mal ganz kurz hier alles ins rechte Licht. Zack. Oha, jetzt geht's los. Hochprofessionell vorbereitet. Oha, Folge. Hast du da Teile aus dem Raumschiff Enterprise hinten? Ach nee, so. Du hast ein neues Mikrofon. Ja, und zwar hat mich die Firma Smallrig gefragt, ob ich mal ihr gerne ihr neues Mikrofon ausprobieren möchte und dieses mal hier im Stream vorstellen möchte. Und nachdem ich es jetzt die letzten Tage hier mal ein bisschen ausprobiert habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Tonqualität mega zufrieden für das Preis-Leistungs-Verhältnis, was dieses... Naja, kleine Mikrofon kann man jetzt nicht sagen, das ist meine Hand. Hat eine gewisse Größe, aber hat echt einen tollen Sound. Also das muss man echt sagen. Und wie gesagt, Preis-Leistung komplett aus Aluminium verarbeitet, fand ich jetzt echt ganz cool. Kannst hier die Lautstärke vom Mikrofon regeln, kannst da unten deinen einen Kopfhörer ist hier unten angeschlossen. Warte. Und daneben USB-C einstecken, Plug and Play und los geht's. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Coole Geschichte, also für jeden, der so einen Zoom-Call mal aufwerten möchte oder für jeden, der auch ein bisschen Livestreamen möchte oder solche Geschichten, 100% Empfehlung, kann man nicht anders sagen. Ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt auch, in der Preisrange kann sich das echt sehen lassen und ich bin echt empfindlich, was Sound angeht, also da investiere ich relativ viel Geld rein und war dann doch überrascht, was man da so geboten bekommt, also... Daumen hoch. Darf man denn auf den Preisrange fragen? Das Mikrofon kriegst du für 79 Euro ohne Angebot. Boah. Und ja. Wenn es okay, im Angebot gut. ist, das ist wirklich ein super Preis. Und im Angebot habe ich es auch schon für unter 60 sogar gesehen. Wow. Und da war ich echt überrascht. Also, nee, ein Review wird es dazu nicht geben. Ist das jetzt ein gekauftes Review, genau. Hast du gut platziert übrigens, ne? Das ist sehr, sehr glaubwürdig. Nee, also muss man jetzt hier sagen, das war so ein bisschen die Koop an der ganzen Geschichte. Die haben mich halt gefragt, ob ich ein Review drüber machen würde. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, Freunde, Mikrofon passt jetzt nicht so. Ich sage, ich kann es gerne mal im Livestream zeigen, wenn es okay ist, wenn es cool ist. Und jetzt habe ich es ein bisschen rumgetestet und muss ganz ehrlich sagen, deswegen heute ja auch der Livestream dann mit dem Mikrofon, hat mir sehr, sehr gut gefallen und dann sollen die hier auch gerne erwähnt werden und ich finde, wie gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis fand ich halt cool. Also wer da was sucht, das kann man echt gut empfehlen. Gut, genug der Werbung, reicht hier weit raus. Stream Ende. Genau, schön, dass ihr dabei wart. Genau. Schönen Abend. Wie die Zeit verfliegt, kaum sind 8 Minuten um. So. Ja, aber 90 Euro ist echt eine Ansage. Ja, ja das stimmt. Ja. Und die fangen jetzt auch immer mehr an, andere Produkte anzubieten, ne? Von diesen normalen Cages zu auch LED-Lichter und... Wollte ich gerade sagen, die haben mittlerweile eine relativ große Bandbreite an Produkten, was die halt auch so anbieten, Smallrig. Ja. Ne? Also man merkt so, die erweitern ihr Sortiment jetzt sukzessive. Ich hab hier auch und so ein Tischstativ hier, also die Kamera hier vorne, die hängt ja auch auf so einem Klemmstativ am Tisch direkt dran. Von daher, mal sehen, wo die hinwollen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hätte es vor 2 Jahren so eine gute Qualität zu dem Preis gegeben, hätte ich, glaube ich, mir nicht das SM7B geholt, bin ich ganz ehrlich, weil da sind preislich ja schon nur ein kleiner Unterschied. Und ich habe mir dann, also ich habe hier jetzt ein Tutorial mit aufgenommen mit dem Mikrofon. Ich habe den nächsten 4 Minuten Freitag habe ich mit aufgenommen, das ist ein Photoshop-Tutorial. Und hinterher dachte ich mir so, krass, wie gut der Sound ist. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, das ist halt ein Umfeldmikrofon. Also es nimmt halt alles mit im Raum auf. Dadurch hält es so ein ganz bisschen zurück. Und das macht halt mein SM7B nicht. Das ist halt ein Nahmikrofon. Da musst du halt relativ nah dran sein. Aber ansonsten, tipptopp. Mhm. So, wie sieht's aus, wobei das ihr Lieben? Für Videokonferenzen mit mehreren Leuten dann auch natürlich gut ist, wenn es rundum aufnimmt. Ne? Ja, das stimmt. Also zumindest, wenn es so ein Zoom-Call oder sowas dann ist, wenn du mehrere bist, ja.
So, ich würde sagen, wir fangen mal ganz, ganz locker an. Dirk heute als der Gast, der schon am längsten nicht mit dabei war, darf heute mal das Opening machen, würde ich sagen. Okay. Was ja, war los, Dirk? Was gibt's Neues aus der Fotowelt? Aus der Fotowelt. Achso, für alle Ken-User vielleicht ganz interessant. Heute ist Update 1.5.1.2 für die R5 und R6 rausgekommen. Da hatten einige Leute ein bisschen Probleme mit dem Autofokus, habe ich gehört. Da soll es jetzt eine Besserung geben. Update 1.5.2. So, aus der Fotowelt und von meinem Kanal vielleicht noch. Panni war bei mir auf dem Kanal zu Besuch letzte Zeit. Und ansonsten, da muss ich selber mal gucken. Wildrox-Objektiv habe ich mal getestet. Ich glaube, ihr habt ein bisschen über Leica gequatscht, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ja gut, wenn man den Paddy auf dem Kanal hat, ne? Da ergibt sich das von selber. Ja, nee, da war aber ein bisschen Smalltalk. Er ist ja danach noch nach Istanbul gefahren und hat einen neuen Kameragurt, den er selber herstellt, hat er ein bisschen vorgestellt. War ganz nett. Und da fliegt er jetzt extra rüber, um die Produktion da anzuschauen, oder wie darf man das verstehen? Nee, die stellt er selber her aus sag schnell. Ja, normales Segelgarn oder Seetau, okay, oder Bootsmaterial dann halt, und die spleißt er selber auf, um dann Kameragurte herzustellen. Verschiedene Kombinationen kann man sich gerne mal bei ihm angucken. Hat er, glaube ich, jetzt auch ein Video zugemacht, war ganz interessant. Und ja, irgendwie kommt man bei Paddy immer auf das Thema Leica, warum auch immer. Aber ich hatte den Andreas ja auch dabei, der ist ja sowieso so ein Leica-Jünger, von daher. Also ich würde mir gerne meine Leica ausleihen. Ich würde gerne mal mit fotografieren. Ich meine, jeder, der das Ding mal in der Hand hatte, gibt es ja irgendwie gefühlt nicht wieder her. Ne? Aber wenn ich mir überlege, fotografierst du ja wirklich mit einem kleinen Wagen. Ne? Das ist schon. Auf einer der letzten Fotokina war ich da, und ganz ehrlich, man betritt diesen Stand ja schon anders, ne? Weil alle, Leica und Hilfe, und man traut sich kaum auf den Stand. Das vermitteln die einem aber auch irgendwie so, ne? Also, und dann vorsichtig anfassen, ne? Aber man darf natürlich da alles machen, aber ja, keine Ahnung. Also, das ist nicht meine Preisrange, und ich glaube auch, das ist auch viel Hype. Von daher. Hi Holger, Grüße. Hey Holger, Grüße nach New York, genau. Hallo. Nach New York, genau. Ja, ja. Naja, kurze Frage hier zwischengeworfen. Kommt am Sonntag. Ich bin gerade im finalen Schnitt. Erste Video wird jetzt Sonntag, und dann wird es jede Woche ein Video zu den Rucksäcken geben. Insgesamt 4 Videos werden es sein. Nee, 5 sogar. 3 Rucksäcke werden vorgestellt. Der F-Stop sind 2 Videos. Einmal der F-Stop-Rucksack an sich und dann noch das Zubehör dazu. Und ganz zum Schluss gebe ich euch nochmal einen Überblick über 4 Outdoor-Rucksäcke, die ich jetzt die letzten Monate wirklich getestet habe. Ich bin auch froh, wenn das ganze Projekt jetzt hier endlich vom Tisch ist. Aber ab jetzt jeden Sonntag ein Video. Genau. Jo. Ja, und ansonsten ja. Was fotografieren? Ja, Film habe ich viel. Ich habe viel gefilmt. War auch mal wieder ganz interessant. Film ist im Moment ein bisschen mehr als jetzt noch nicht mehr für den YouTube-Kanal, sondern so ein bisschen gefilmt. War ganz interessant. Nächste Woche soll, glaube ich, irgendwas von Insta vorgestellt werden, wird überall angeteasert. Vielleicht weiß ja einer von euch das schon mehr. Insta360 hat ein großes Event angekündigt, und DJI ist, glaube ich, auch unterwegs nächste Woche. Also es kommen die spannenden Zeiten, so fangen jetzt, glaube ich, wieder an. Es geht wieder los. Ne? Aber es ist ja nicht so, dass es langweilig war mit Reviews, weil wenn ich Reviews machen wollen würde, hätte ich für das nächste halbe... Oder? Das finde ich mal auch schlimm. Ich versuche es ja wirklich schon zu reduzieren, aber manchmal sind echt coole Sachen dabei, wo du denkst so... Es ist ein Stabil. Ja, da müssen die Leute halt durch. Deswegen gibt es jetzt ja den 4-Minuten-Freitag, wo es dann auch Fotocontent an sich wieder ein bisschen gibt. Genau. Ja, ich habe auch noch ein paar Sachen auf Halde. Ja, muss mal weg. Ja. Ja, also irgendwann muss man es halt abarbeiten. Aber das Coole ist, ich habe jetzt für die nächsten 6 Wochen auf jeden Fall mal Content, weil jetzt die ganzen Rucksackvideos rausgehen. Und habe mir auch so noch ein paar Sachen vorgenommen. Kommen wir gleich noch mal ein bisschen zu. Deswegen, ja, zum Glück ist das dann aber endlich mal von der Brust, das Thema. Laufen ja auch mal Reviews. Ja, geht so. Also ich weiß nicht, so
Ich bin da, ja, geht so. Ich habe immer so ein bisschen Hemmungen, so viele Reviews hintereinander zu hauen. Ich hatte das ist der Punkt. Ja, ja, und da hat man immer Sorge und denkt, ach, jetzt, weil man ja auch irgendwo da eine Verpflichtung eingeht, wenn man ein Review annimmt oder macht. Aber man ist doch überrascht, wie gut die dann immer wieder ankommen, auch, ne? Also von den Zugriffszahlen. Ne? Ja, also ich finde, Reviews haben nicht so diesen Push-Start am Anfang, sondern die laufen kontinuierlich halt immer wieder durch, weil wenn jemand Bock auf das Produkt hat, dann schaut er halt vorbei, ne, im besten Fall. Ja. Aber ich finde, es steckt ultra viel Arbeit drin und teilweise sind dafür die Aufrufzahlen, finde ich, immer noch relativ gering, bei mir jetzt zumindest. Ich versuche schon super viele B-Roll-Aufnahmen mit reinzumachen. Jetzt bin ich mit den Rucksäcken extra draußen gewesen, natürlich auch ganz viel mit den Rucksäcken und da Filmmaterial gemacht und so. Und ich mir sehe, wie viel Arbeit dann wirklich effektiv in so einem Video drinsteckt. Wobei ein Review für einen Rucksack ist natürlich auch, wenn man da ein bisschen über das Tragekomfort, über den Tragekomfort reden will und so, natürlich auch besonders schwierig ist, ne? Wenn man da. Ich habe mir jetzt auch wirklich fast ein halbes Jahr, wie lange reden wir schon drüber, Rico? Ewig, ne? Also ein halbes Jahr habe ich mir locker Zeit für genommen. Ja, ja, genau. Ja. Also aber das ist ja gut. Regelmäßig raus. Ja, also es ist ja besser als ein Review, was er halt so aus der Tasche schießt. Ne? Also bei mir ist tatsächlich auch aktuell so, dass ich mir für die Reviews viel Zeit nehme. Ich habe auch noch viele Sachen liegen, wo ich tatsächlich, und das ist ja auch vielleicht Thema heute, wenn wir nachher damit anfangen, weil die Hersteller drängeln ja alle. Ne? Das ist ja, du kriegst heute was geschickt und dann, wie ist das, kannst du das morgen schon hochladen? So unter dem Motto. Ne? Also das ist ein Unboxing, das kann man machen. Das ist selbst zu schnell geschossen für ein. Ja, ja, genau. Ich habe es ja auch in Schwarz, genau. Mega. Nach einer Woche haben die mich angeschrieben, wo jetzt das Review bleiben würde, wo ich gesagt habe, Leute, ich habe es noch nicht mal ausgepackt. Bei dem Funktionsumfang kannst du das gar nicht testen. Ich hab ja auch ominöse Lampen wieder zugeschickt bekommen letztens. Also irgendwie haben die ganz, aber was für welche? Wirklich ganz neue, ganz, ganz andere. Und die machen nicht nur amerikanisches Polizeilicht, sondern emulieren auch Fernsehbilder. Nein, das gibt es schon. Mensch, ja, ich mach mal Fernsehbilder an. Genau, für alle, die in Urlaub fahren und wollen, das nicht eingebrochen wird. Genau, was kann es? Ich glaube, die haben gefühlt auch alle die gleiche Platine drin. Da gibt es auch nichts Neues. Wirklich, ne? Aber gefühlt war Paketbote da, Transportbestätigung war da, hat er sofort geschrieben, ist alles angekommen, dann gibt es das Video. Genau, gestern. Danke. Ich hab's noch nicht ausgepackt. Aber, was gibt's denn da zu testen? Das ist doch ein Licht, wie wo du schon 100 Stück von zu Hause hast. Man also, kann das so anmachen. Ja, aber die es haben macht ein Problem. Licht. Es macht die rotes Licht. Die haben Stative mitgeschickt und die sind wirklich Schrotter. Achso, ich denke, jetzt kommen die wirklich gut, aber die sind wirklich gar nicht so gut. Genau, ich mache jetzt ein Review nur über die Stative. Hohmeier, würde ich sehr gerne mal drauf zurückkommen. Tatsächlich. Schreib mir mal eine E-Mail. Das würde ich gerne mal, ich würde die gerne mal testen. Und ich fahre ja öfter zu meinen Eltern, das kann man bestimmt mal einbauen. Also wenn ich nach Hannover fahre, dass ich einen Schlenker über Bonn mache. Ich wohne viel näher an Bonn. Ich hatte dich aber nicht gefragt, so. So, Verbindung ist ganz schlecht, schade. Mit der dritten Leitung ist irgendwie immer was nicht in Ordnung. Ne? Ich weiß das ist ganz komisch. Ganz komisch. Und dabei habe ich hier Glasfaser. Oder? Ja. Dirk, das wird überschätzt. Ich habe ja auch Glasfaser momentan. Ich muss ja nochmal ein Ärzteswörtchen mit der Telekom reden. Aber das noch am Rand. Also, genau. Aber er bricht nicht mehr weg, ne? Also das muss man schon sagen. Doch, seine Verbindung ist. Genau. Und das nach 19 Minuten. Möchtest du das beurteilen? Ich habe hier von einem anderen Anbieter Glasfaser und bin bestens zufrieden. Bestens. Also, vielleicht sollte ich den auch mal anrufen. Wenn du bestens zufrieden bist. Wenn du von Glasfaser, von der Deutschen Telekom Glasfaser hast, kannst du den, glaube ich, nicht buchen. Nein, du darfst jetzt bei uns 2 Jahre lang nicht umbuchen, weil die Telekom das gelegt hat und da gibt es jetzt erstmal Monopol 2 Jahre lang und dann. Genau. Hier fährt auch immer einer mit so einem Telekom-Auto vorbei, der lacht immer aus dem Fenster raus und ist die ganze Zeit die Straße hoch. Ja, klar, der hat die Provision gekriegt, die ist alle. Wahrscheinlich. Idioten, aber egal. Fördermittel abgegrast. Nein. Guti, Rico, was war das? Lauter interessante Dinge, Leute, interessante Dinge, die sich so tummeln in dieser Woche. Was haben wir für Tag heute? Ach, wir haben Donnerstag, nein.
Es gibt ziemlich interessante Sachen. Ich war tatsächlich auch ein bisschen fotografieren. Ich war filmen. Gestern war ich im Is Grand. Haben wir ein Video aufgenommen. Tatsächlich mal kein YouTube-Video, sondern da ging es um ein Messevideo. So ähnlich, genau. Also damit, ich habe das tatsächlich mal begleitet. Die hätten gerne ihren Messestand. Du stehst da jetzt mit. Ich, ja, genau. Soll es ja geben, ne? YouTuber, die plötzlich kochen und dann so das auch einen Kanal damit aufmachen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich habe schon einen Schrecken gekriegt übrigens in deiner Story. Ja, genau. Nein, also es war tatsächlich mal wieder ein Paid-Auftrag, wo das The Grand mich netterweise gefragt hat, Rico, wir brauchen was Nettes, kannst du das mal irgendwie, 10 Stunden, ne? War auch wieder dann. Ordentlich, anstrengend, ne? So ein Tag, ne? Genau, aber das Gute ist ja bei Food-Fotografie oder auch jetzt Videografie, es bleibt ja immer was übrig dann, weißt du was? Das kann man ja auch nicht, also das muss ja irgendwie, also weg, dann. Genau. Ich habe das mal gemacht und dann durfte ich immer nur die Sachen fotografieren, die Gäste gerade bestellt haben, damit das nicht weggeht. Achso, nee, also wir haben tatsächlich, also es wurden auch 2 neue Gerichte generiert jetzt so, war schon mal interessant, ne? Also bei 5 Sterne guckt man jetzt auch nicht so auf den Abschnitt, das kann schon mal ein bisschen großzügiger werden da, was ist. Das ist interessant, ja. Naja, genau. War nett. Ich habe noch eine Sache vergessen, da muss ich noch mal eben zwischenkriegen. Na los. Oh, ein MacBook Pro. Da war die Woche war noch was. Achso, eine Kleinigkeit. Am Rande vergessen, ein MacBook. Ja, das passiert mir auch ständig. Die liegen so vor der Tür. Aber das war aber leider keins dieser Review-Sachen, die geschickt wurden. Achso, auch wie unangenehm. Ach Mensch, das, nee. Ja. Ihr Lieben. Was schneidest du jetzt aktuell? Ganz kurz, warte. Bitte? Aber was hast du jetzt für momentan von Rechner, dass du umgestiegen bist? Ich bin vom MacBook Pro 2017. Ja, okay, also von Intel jetzt auf ein. Auf ein M1. Naja. Okay. Max, ja. Mhm. Bin ich mal gespannt, was du sagst. Also ich habe ja den den normalen M1, also das MacBook Air. Da bin ich ja schon super zufrieden. Ich habe ja noch die Intel-Kiste jetzt hier, die vor mir steht, den großen 27er. Und da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen am Überlegen, ob ich ihn versuche zu verkaufen und auf den 9 umzusteigen. Ich bin mal gespannt, was du nachher sagst mit dem M1 Max. Ich werde berichten. Gut. So, genau, Antwort brauchst du gar nicht machen, Dirk. Das ist so. Das wollte ich nur anmerken. Ihr Lieben, falls ihr das seht, ich habe mein Cap nicht wiedergefunden, sondern an dieser Stelle an alle Schweizer. Ihr seid eine mega Community. Ganz, ganz viele haben mir geschrieben, als ich auf Instagram ja gesagt habe, mein Cap ist weg. Ich habe es im Übrigen bis heute nicht wiedergefunden. Ich hatte ja die Vermutung, dass ich es beim Friseur habe hängen lassen. Ist es nicht. Es ist weg. Mittlerweile bin ich stolzer Besitzer von 3 Caps aus der Schweiz. Vielen Dank. In deinem Shop. Ja, genau, die gibt es im Shop. Ja, genau. Handsigniert, kurz getragen. Und zwar haben zwei Damen mir tatsächlich, meine Frau hat so ein bisschen rübergeäugt, wer mir denn das schickt. Zwei Damen aus der Schweiz waren so gut und haben mir tatsächlich, heute ist von der Anke gerade noch was gekommen, und zwar das, was ich auch habe hier und das hier. Das finde ich auch cool, sehr schön, auch gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich werde mich revanchieren, weil ich hatte ja gesagt, ich übernehme alle Kosten, aber irgendwie wolltet ihr das nicht. Aber da gibt es noch dann ein Feedback von mir. Das lasse ich so nicht stehen im Raum. Vielen, vielen Dank. War da noch Unterwäsche mit bei, oder? Vielen, vielen Dank. Kriegst du so eine Pakete, kriegst du Respekt. Vom Hersteller gleich. Hab ich von einem Kumpel gehört. Der hat einen Kumpel. Genau. Der kennt einen, der verschickt seine Unterwäsche. In was für Kreisen verkehrt, ja? Ja. Frag nicht. Genau, dann habe ich ja, ich war ein bisschen schocken. Und zwar hat meine Nikon ZFC Zuwachs bekommen. Und zwar gibt es wirklich, da wird es tatsächlich auch ein Video drüber geben. Und zwar tatsächlich auch nicht zu geben. Es gibt 3 Wildrox-Objektive, genau. Das 85er fand ich ja für den Preis wirklich sehr gut. Dirk, du hast das ja auch gehabt. Das 85er für den F. Genau, für eine F-Mount. Selbst gekauft. Und deswegen habe ich gedacht, da gibt es wirklich von Wildrox ein cooles Angebot für den Nikon, für den Z-Mount. 3 Stück, ich glaube $900 kosten die. Und du hast damit alle Festbrennweiten abgedeckt. Du hast 35 mm, also umgerechnet, die haben so ganz komische Brennwerte, ne? Bei Nikon hast du ja einen 1,5er Crop. Ja, genau. Oh, der Fokus ist ja wirklich. Sag mal, wofür steht denn die Abkürzung darauf? Keine Ahnung, das soll nur heißen, bei Sony geklaut. Nein, so ähnlich wie Sony. Es ist ein C-Master, ne? Das ist doch ein C-Master.
Du, das ist, guck mal, das steht hier tatsächlich auch drauf wieder. Mein Fokus funktioniert gar nicht richtig. Aber genau, ich hab jetzt auch schon das zweite Objektiv von denen bekommen, das 33 mm jetzt ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Objektive von denen echt gut. Also ja. Preis-Leistung sind echt gut. Und das sind alles Autofokus-Objektive, lieben. Also mega. Passt auch gut natürlich zur Nikon ZFC, so dieses ganze Design. Du kannst natürlich hier manuell die Blende nochmal einstellen. Das Ganze ist allerdings auch, hier gibt es eine Blendenautomatik, stellst auf Automatik, kannst du ganz bequem über die Kamera, über das Kameramenü steuern mit Autofokus. Finde ich mega. Und das für 900 Euro, drei Festbrennweiten und eine Offenblende 1,4 haben die alle. Ja. Das ist schon nett, ne? So, und dann hast du nachher 35 mm hochgerechnet, 50 mm und 85, so Pi mal Daumen sind es. Also alle, die, so die drei gängigen, die man ja irgendwie doch in Rundtasche haben soll. Das Einzige, was mir bei Wildrox noch fehlt, was es bei Sigma ja gibt, das ist das 16 mm. Das wäre noch geil, ja. Äquivalent 24 mm. Das wäre noch der Hammer. Wenn sie das jetzt noch raushauen, dann ist es eine echte Konkurrenz langsam, finde ich, zu Sigma. Ja. Also, ja. Da gibt es ja leider noch eine Lücke bei Canon, ne? Also. Ja, Mut zur Lücke. Canon sagt Mut zur Lücke. Ach ihr Lieben, und noch was ich vergessen habe. Ich hatte ja ein Video, wer mein letztes Video gesehen hat. Butter bei der Fische. Ich habe ja schon, mich hat Heider das zweite Mal angeschrieben. Erzählen wir es mal hier in netter Runde. Wir sind ja unter uns. Genau. Heider hat ja genau jetzt das zweite Jahr angeschrieben. Und hat mir vorgeschlagen, im letzten Jahr wollten sie, dass ich den Heider-Filterhalter, den Drop-In-Filterhalter, den Mark 1, das heißt ja Mark 1, nee, also die erste Version, ne? Wollten sie mir gerne schicken. Ich habe aber so eine E-Mail gekriegt, was ich alles zu beachten hätte. Und da habe ich gesagt, Heider, total nett, dass ihr an mich gedacht habt. Nee, tut mir leid. Also wenn ich ein Review mache, dann mache ich das. Ihr habt mit Sicherheit ein sehr hochwertiges Produkt. Da gehe ich auch weiterhin von aus. Aber ich lasse mir nicht vorstellen, was ich dazu sagen habe. So, und das Gleiche erfolgt ja jetzt, es gibt ja den von Heider, den Mark II mit dem Drop-In-Filter jetzt und sie haben mich wieder angeschrieben und es ging los. Lustig finde ich, dass sie mir diesmal geschrieben haben, wir haben uns deine Videos ja angeguckt und sie sind, wie haben sie das so nett geschrieben? Also sie haben das gut formuliert, sie sind sehr direkt und, was haben sie noch geschrieben? Sehr direkt und sehr offen. Aber wir möchten sicherstellen, dass dass diese Offenheit kein schlechtes Licht auf unsere Marke wirft. Also wir möchten deshalb auf jeden Fall vorher das Video sehen und hätten auch gerne, dass da nichts Negatives drin ist. Da habe ich gesagt, Heider, das ist sehr nett von euch. Vielen, vielen Dank für das Angebot. Ich kaufe mir alleine und dann mache ich mein Review so, wie ich das gerne hätte. So, und da Dennis ein guter Kumpel ist und das Heider Mark 1 hat, hat er nämlich gesagt, haha, pass mal auf. Denn ich möchte beides gleich verbinden. Ne, hat es nämlich schon in den Karton gepackt. Er schickt mir jetzt nämlich auch zusätzlich noch dann mal die erste Version. Und dann machen wir mal einen kleinen Vergleich. Was ist jetzt neu im Mark II und was ich davon halte. So. Genau. Und ich glaube, Heider braucht sich auch gar nicht so... Ne? Also es ist ein gutes Filtersystem. Wo ist da das Problem? Also was mich natürlich dann daran stört, wenn ich einen Hersteller habe, der wirklich so ein Premium-Produkt herstellt. Und Heider ist ja kein ich habe das so mit im Programm, sondern das ist ja ein Filterhersteller. Ne? Die haben ja... Ihr Hauptaugenmerk, das Hauptgeschäft liegt in den Filtern. Dann stellt sich natürlich mir die Frage, wenn das so die Voraussetzungen sind an eine Review, wie glaubhaft sind denn die ganzen Reviews, die es gibt? Ja. Wenn ich von vornherein vorgeschrieben bekomme, ja, du kannst ein Review machen. Und also mittlerweile hat man dann, ich habe Heide auch nochmal angeschrieben, habe gesagt, danke, ich kaufe mir den selber. Ja, nein, wir schicken, da bin ich gespannt, ne? Wir schicken noch einen, aber im Moment haben wir gar keinen auf Lager. Ja, und deswegen habt ihr mich angeschrieben, weil ihr gar keinen habt. Ah ja, also aber, das hat aber ein kleines Beigeschmäckler, ne, das Ganze so. Aber das Schlimme ist ja, das ist ja nicht der einzige Hersteller, der sowas macht. Ich habe ja so eine Erfahrung auch schon gehabt mit einem großen, namhaften Hersteller, den ich jetzt hier auch gar nicht nennen werde. Aber da habe ich halt nachher auch kein Review zu gemacht, weil ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich zu sagen habe. Entweder ich feiere ein Produkt oder ich feiere es halt nicht. Dann mache ich ein Review zu oder ich schreibe den an. Also ich bin ja immer so fair und schreibe die dann an und sage, ja, danke, dass er es mir geschickt hat, aber euer Produkt ist jetzt gar nicht so gut. Ne? Also so, und dann können die sich ja aussuchen. Also ich kann dann trotzdem gerne ein Review drüber machen, aber dann wird es dementsprechend extrem negativ. Das wollen die in der Regel auch nicht. Ich finde es viel fairer, wenn man dann sagt, pass auf, ich schicke euch das Produkt jetzt zurück, ihr überarbeitet das jetzt nochmal und das nächste Mal, wenn es besser ist, dann könnt ihr es mir gerne nochmal zuschicken. Ja. Ja. Ist ja auch über ein negatives Review, viele haben mich dann angeschrieben, ja, aber du könntest ja auch ein negatives Review machen. Ja, aber das will doch auch keiner sehen. Also,
ich habe einmal ein Produkt von K&F zerrissen, da habe ich hinterher auch wieder den Shitstorm gehabt. Also wie das drehst und wendest, ne? Das ist immer anders, als du denkst. Bei K&F sind sie ja sehr offen für. Was, wo ist dein Glas? Oder? Ich glaube, ich musste mal einen richtigen Becher für Fotografen schicken. Der so schmeckt aus dem Laden. Gerade ein Review über Bierflaschen. Ja, wahrscheinlich. Aber ganz geschickt, ich arbeite dran. Wegdrehen, ne? Ja, genau. Lieber Bierhersteller, wer hier im Livestream gerne Sponsor sein möchte, darf mich jetzt gerne anschreiben. Genau. Ach, und es gibt ein Update, auch das muss man ja auch mal sagen. Auch nicht nur Rollei ist ja einer der Hersteller, die gesagt haben, danke, sie haben sich das Review bestimmt anders vorgestellt. Der neue Rollei ist gut, aber man sieht wieder, wenn man eben, ich verstehe das ja nicht, es gibt ja so viele professionelle Fotografen auf der Welt, ne? Wieso macht so ein Hersteller, schnappt sich nicht mal 5, 6 davon und sagt, pass mal auf, wir haben hier eine Skizze. Was denkst du, wie könnten das werden? Also es ist ja immer so, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann schicken sie das Produkt raus, wenn wahrscheinlich schon 500.000 Stück davon produziert wurden. Das verstehe ich immer nicht, oder? Also kann man da nicht mal irgendwie erst mal 2 machen oder 3? Ja, wie auch immer. Bei Case gibt es auch ein kleines Update vom neuen Armor-Filterhalter. Da haben sie die magnetischen Rahmen etwas optimiert. Ne, da hatte ich auch die ein oder andere Anmerkung zu. Jetzt nachher im Gebrauch. Es ist eine super Kleinigkeit. Im Übrigen, nächsten Donnerstag bei mir auf dem Kanal gibt es eine Live-Veranstaltung nur zum Armor. Ne, viele haben mir ja schon Fragen, Kataloge geschickt und da arbeiten wir das Ganze einmal ab. Ne, das Ganze 18 Uhr bei mir auf dem Kanal und dann könnt ihr mir all eure Fragen, könnt ihr mir auch jetzt vorher schon per E-Mail schicken noch. Viele haben bei Instagram, ich hatte es sehr kurz in der Story gepostet, haben mir auch schon tolle Fragen geschickt. Ne, Wie stark ist der Magnet? Wie messe ich das? Weiß nicht. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mir irgendwie eine Waage kaufe und die da ranhalte. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Also, genau. Holger, ja, sehr cool. Hätte ich das gewusst tatsächlich, dann hätte ich mir heute ein Guinness aufgemacht. Oh, ja, genau. Muss man da nicht was Grünes anziehen? Ja. Na, warte, ich mache hier mal mein Licht ein bisschen grüner. Oh ja, perfekt. Dirk rettet. Ja. Vorhin kam noch eine Frage, ob die Wildrox-Objektive bei Offenblende findet der, wer war denn das? Stefan. Dass die sehr, sehr matschig oder beziehungsweise unscharf zu den Rändern werden. Das hatte bei dem 85er, ich hatte ja da tatsächlich auch mal so eine Testkarte genommen, ne? Weil wie willst du das einschätzen? Wenn du jetzt ein 85er Objektiv hast, so, und du hast eine Porträtlinse, 85 ist ja Porträt, du möchtest offenblendig haben, klar, habe ich eine Offenblende 1,8 oder Wo ist denn mein Motiv? Das siehst du ja bei uns jetzt, wo wir hier sitzen. Also in welchem Fall, ich gebe recht, ne, das merkst du ja nur, wenn du tatsächlich alles auf einer Ebene hast. Wenn du alles auf einer Ebene hast, du fotografierst eine Hauswand nachher oder irgendwas und da wird dir das mit Sicherheit auffallen, dass die Schärfe zum Rand ein bisschen abnimmt. Jetzt darf man auch nicht vergessen, was kostet so ein Objektiv? Ne, also das Äquivalent zu Sony oder auch bei Canon, das kostet ja gleich 5-mal so viel. Und dann ist eben die Frage, wie viel Schärfe brauche ich denn im Randbereich, wenn ich eine Porträtlinse habe? Im Bereich der Landschaftsfotografie, da sehe ich das. Aber da nehme ich kein 85 mm. Nein, genau. Also im Bereich der Landschaftsfotografie offen, also ne, da kann man sagen, okay, kann man drüber streiten. Auch, aber auch wo da fotografierst du in der Landschaft mit einer Offenblende 1,8? Also da geht es bei mir bei 4. Aber da siehst du es wieder nicht. Richtig. Ganz genau. Also ja, gebe ich, ne, das ist klar, das ist aber auch irgendwo, Leute, das ist dem Preis geschuldet, na klar. Ja. Ne, also du kannst jetzt nicht erwarten, dass du das gleiche RF-Objektiv, dass das die gleiche Schärfe hat, wenn du das von Wildrox hast und das kostet, keine Ahnung, 300 Euro. Ne, man muss da mit Sicherheit den einen oder anderen kleinen Abstrich machen. Aber ich sage, gerade so bei der Offenblende und ich glaube, bei mir war es bei Blende 4, war das schon gut scharf. Ne, das ist 85er. Aber also, wenn es ein geiles Bild ist, das ist ja immer der Punkt, wenn es ein geiles Bild ist, es guckt doch keiner auf die Ränder. Also, ich bin noch nie bei einem geilen Bild hingegangen und habe gesagt, boah, ey, was für ein Bild, aber der Rand. Ja, genau. Ja, dann muss man wirklich auch, wenn man da mal. Aber wieso steht das Model mit dem Bikini am Rand? Genau. Ach, ja. Manche muss man da. Nee, egal, anderes Thema. Ja, genau. Sie war auf dem ganzen Bild, von links bis rechts. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Genau. Genau, ja, eine gewollte Unschärfe, genau. Reiß auf, die Bände ist egal. Oh, herrlich. Ja, nee, ist. Aber da gebe ich dir völlig recht. Also, ich denke auch. Ja, es ist, wenn man so einen Testchart nimmt, ein bisschen unscharf, aber in der Praxis
So. Aber das ist aber auch so ein Pixelpieperei, ne? Wenn man, also das ist auf 100% auf dem Monitor, ne? Wenn du das vergrößerst und dann nimmst du das und die haben auch eine chromatische Aberration, aber das sind alles und so Geschichten, da gehe ich in Lightroom, das ist ein Klick, das wird sogar erkannt, selbst die Wildrocks, da habe ich ja gestaunt, ne? Dass die aktuellen Wildrocks-Objektive, wenn du Lightroom auf dem aktuellen Stand hast, da wird die erkannt, krass. Ich alles rausgerechnet. Überrascht, dass, also ich habe es ja bei Roller direkt bestellt und gekauft, ne, im Online-Store, dass es mit einer alten Firmware ausgeliefert wird und auf deren Seite noch nicht mal die aktuelle Firmware verfügbar war. Ne? Also, stimmt, haben wir uns drüber unterhalten, Dirk. Ja, ganz genau. Und das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich hatte ja noch das Problem beim Selbstauslöser, wenn es auf manuellen Fokus stand, hat es dann automatisch fokussiert. Ne? Also da, wie so ein Totalausfall, war also überhaupt nicht mehr zu benutzen. Ja. Total was ich aber schon gut finde, ist, dass die Objektive durch den USB-Anschluss schon die Möglichkeit haben. Du brauchst keine Dogging-Station und noch. Und das wollte ich mich gerade sagen. Ich finde, da könnten sich die anderen Hersteller wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Ja. Direkt ins Objektiv schon wirklich die Möglichkeit, mit dem USB-Anschluss zu geben, abzudaten, ohne dir für 150 Euro so eine blöde Dogging-Station zu kaufen. Völlig genial. Perfekt. Oha, ich also, habe Rico gelobt und jetzt friert er ein. Eieiei. Ui. Und wie wieder? Oh. Ah, jetzt ist er wieder da. Ah, da ist er. Er hat ein Standbild eingespielt. Genau, ist einprogrammiert so. Ne? Das geht dann eben aus dem Raum raus. Genau. Naja, aber tatsächlich, also, und auch der Update-Prozess an sich, ne, das wird wie ein Laufwerk erkannt, draufspielen selbst. Also, super easy. Das haben sie echt. Um mal zurückzukommen zum Thema, ihr Lieben. Hersteller und deren Vorgaben. Man muss natürlich auch fairnesshalber sagen, dass ein großer Teil der Hersteller keine Vorgaben macht. Ne? Die tatsächlich wirklich sagen: Hey, wir stellen dir das mal zur Verfügung. Und viele freuen sich tatsächlich auch, viele Hersteller. Ne? Du kriegst viel positives Feedback, wenn du dann im Vorfeld mal schreibst oder auch sie dein Video gesehen haben, gar nicht verstanden haben, was du sagst, weil sie es nicht übersetzt haben und dann sagen: Das ist aber ein tolles Video. Nein. Weil also, viele nehmen das ja tatsächlich an. Ist mir ja auch schon passiert. Total zerrissen. Oder? Und dann kriegst du hinterher eine E-Mail und denkst dir so, vielen Dank. Tolles Video. Und ein super Video. Also vielen Dank für Ihr Video. Wir hören uns. Okay. Ironie, Rechtsanwalt. Genau. Genau. Naja, genau. Also die meisten nehmen das tatsächlich. Ich find's ja auch okay, manche Hersteller sagen ja auch, du könntest du bitte die und die und die Punkte besonders in den Vordergrund stellen oder wenigstens ansprechen. Das finde ich auch in Ordnung, wenn die sagen, pass auf, das ist hier unser Unique Selling Point, das möchten wir besonders in den Vordergrund stellen. Damit setzen wir uns ab von der Masse oder von der Konkurrenz. Kein Problem, das macht man ja gerne, ne, wenn es dann, ne, gar kein Thema, aber genau zu sagen, also das solltest du sagen, das bitte nicht und da sind die Negativpunkte, das lass bitte weg. Nee. Ja, das geht gar nicht. Also dann sucht euch einen anderen, ganz ehrlich. Ja, genau. Also da gibt es ja die von manchen Herstellern auch entsprechende Vereinbarungen, das finde ich auch ganz legitim, dass man darüber auch spricht, aber dass die da einem nicht vorgeben, was da... Was, genau. Also einige Hersteller schicken dir eine ganz normale Vereinbarung, das ist auch klar, denn wenn ich ein Produkt an einen Fotografen rausschicke, dann möchte ich ja auch in irgendeiner Form, und das ist ja, das, so heißt das ja, ist ja ein Barter-Deal, ne, für alle, kann man wieder glänzen mit Wissen, ist so ein Barter-Deal, so nennt sich das, ne, also man, ohne dass Geld irgendwie fließt, wird quasi ein Produkt gegen eine Gegenleistung in unserer Form ja dann ein Video getauscht, ne. Dann, das ist nett, außer du hast schon das 43. LED-Licht, dann findest du es nicht mehr so nett. Genau, und dann ist es ja auch legitim zu sagen, okay, pass auf, wir haben hier einen Vertrag. Manchmal sind es ja wirklich Produkte, die wir auch zugeschickt kriegen, die kosten ja auch den einen oder anderen Euro. Da möchtest du ja auch, überleg mal, du schickst jetzt 500 Objektive raus und kriegst 10 Videos. Ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ne? Es wird mit Sicherheit auch vielleicht das eine oder andere schwarze Schaf geben, wo es dann eben auch kein Video oder sowas gibt. Müssen sich ja ein bisschen absichern. Obwohl ich das mal lustig finden würde, die Klage, die dann aus China kommt. Wen wollen die denn verklagen? Sie vorgeladen in Phnom Penh oder wo. Genau. Bitte erscheint sie. Wir verbieten Ihnen die Einreise. Genau. Okay. Ja. Genau. Check. Ja. Ja, aber schade finde ich aber mittlerweile, dass tatsächlich, wenn man dann in seinem Video teilweise negative Punkte anspricht, dass die Leute ein teilweise anfeinden, beziehungsweise auch die Zugriffszahlen halt echt extrem unterleiden, wenn man ein Produkt da teilweise ja nicht über den Klee hinaus lobt. Ne? Also die Leute Ehrlichkeit real bewertet. Genau. Ja, die Leute suchen teilweise nur noch Meinungsverstärker, ne? Wenn die nach Reviews suchen. Wenn sie etwas gekauft haben. Genau. Ja, genau. Oder auch schon eine Idee im Kopf haben, dass sie es eigentlich kaufen möchten und der Kaufwille da ist und suchen eigentlich nur noch
Ja, die Begründung. Die Bestätigung. Dann haben sie sich zwei oder drei angeguckt, die darüber geschwärmt haben, und dann kommst du mit einer ehrlichen Meinung, weil du es wirklich getestet hast und nicht nur ausgepackt hast, und dann bist du derjenige, der böse ist und die Dresche kriegt. Ja, das ist leider. Ja, ja. Dann hast du denjenigen die Kaufentscheidung weggemacht, ausgeredet, und sie würden es doch so gerne kaufen. Ne? Ja. Das kann doch jeder seine. Das ist ja auch ein Review von uns, was wir ja machen. Eben. Das ist ja auch nur eine eigene Einschätzung des Produkts. Ganz genau. Teilweise jeder, auch subjektiv. Ne? Genau. Und jeder hat ja eine ganz andere Wahrnehmung auch vom Produkt. Weißt du, der eine wird sagen, Mensch, das ist für mich unscharf, und der andere sagt, perfekt. Ne? Für mich reicht das völlig aus. Oder genau. Oder die Haptik ist für mich eben entscheidend. Ich brauche dies oder jenes. Und man kann sich das angucken. Und dann kann man selber. Deswegen ist es ja immer wichtig, dass man eben auch alles anspricht und auch mal zeigt. Ich mache das ja. Ja. Gerade bei Softwareprodukten, das ist nämlich schwierig. Jetzt komme ich ein bisschen aus der IT. Da weiß man natürlich auch, dass ein Produkt nicht unbedingt auf jedem Rechner gleich gut läuft. Ne? Und wenn dann der ein oder andere dann sagt, ja, die Funktion, die läuft nicht oder die braucht ewig und so, dann denkst du, ja, erzähl doch mal ein bisschen auch zu deinem Rechner vielleicht oder so. Ne? Das ist halt auch schwierig, da einen subjektiven Eindruck dann zu vermitteln. Ne? Einen objektiven Eindruck zu vermitteln. Ich finde ja lustig, in der Programmiersprache, Dirk, wirst du ja kennen, gibt es ja so einen Begriff DAO. Kennst du den? Das ist der dümmste anzunehmende User. Das finde ich ja tatsächlich auch. Und das ist ja tatsächlich manchmal eine Anwendung wirklich schwierig, ne? Dass du da jeden auch abholen kannst. Also, dass jeder auch eine Software oder ein anderes Produkt, ne? Das, Ja, also ich kenne ein paar, die Mediengestalter sind und natürlich professioneller auch mit Photoshop und so umgehen. Die reden über diese Produkte ganz anders, als wenn jetzt Hobbyfotografen mit Photoshop arbeiten. Ne? Und die, natürlich. Die fahren ja manche Funktionen, die wir noch nicht mehr bedient kriegen. Ne? Also von daher ist immer schwierig, gerade bei Software, finde ich, dann da irgendwelche objektiven Meinungen zu äußern. Muss, glaube ich, auch jeder selber mit umgehen. Und auch gerade bei Kameras und so ist ja heute auch von der Leistung, sind die heute ja auch alle gut, oder? Definitiv. Also wenn es nach mir gehen würde, wenn ich hier was zu sagen hätte, dann müsste jeder, das ist wie bei einer Führerscheinprüfung, müsste jeder mit einer Spiegelreflexkamera anfangen zu fotografieren. Und wenn er dann, das kann er auch im Online-Kurs machen, wir werden das einführen, wollen wir das machen? Wir führen das ein. Nein, wenn er dann im Online-Kurs bewiesen hat, dass er das Belichtungsdreieck verstanden hat, dann darf er sich eine spiegellose Kamera kaufen. Genau. Spaß beiseite. Machen wir eine Akademie. Genau. Genau, ja. Weil das ist ja trotzdem wichtig. Ne? Es bleibt ja bei den neueren Modellen, Dirk, was denkst du? Bleibt das ein bisschen auf der Stelle, ne? Weil, aus der Strecke. Weil du siehst ja im Monitor, was sich verändert. Du musst ja nicht unbedingt darauf achten, Nee, das ist also macht das Leben schon einfach, was spiegellos, oder? Ja, natürlich. Also so Events, also, Veranstaltungen, hör mal, was mussten wir vorher gucken? Stimmt das? Ist ja aus dem Bauch raus, also der Erfahrungswerte. Also noch nicht mehr analog, sondern wenn du schon mit Spiegel gearbeitet hast, wie oft passte nachher die Belichtung eventuell nicht sofort oder so, ne? Wo man dann schnell noch nachguckt. Da gibt es ja Lightroom. Da kann man dann Stufen hoch, paar runter, Wunderwerk. Nee, aber das ist tatsächlich, und das ist wirklich leicht geworden mit den neuen Kameras. Und wir reden heute über ein Niveau bei einer Kamera, was sie an Möglichkeiten hat. Und ich wette mit dir, das ist genau wie so ein Office-Produkt, Word oder Excel. 80% von den Funktionen werden sowieso nicht genutzt, die da alle drin sind. Richtig. Die stehen nur im Prospekt. Ne, Polaroid sofort mit Kamera, wie geil. Du, wir waren letztens auf dem Geburtstag und da hatte ich noch Zeit begleitet, weil ich noch einen Film hatte. Und was meinst du, wie die Leute das wieder gefeiert haben, als ich denen die Bilder mitgegeben habe? Das ist einfach meine Tochter hat cool. Weihnachten einen Insekt gekriegt. Aber ich hab drei Dinger auch versaut, ne? Also. Ja, gut, ist halt so. Kann man das damit versauen? Hatten die nicht irgendwie so eine Blende, die immer schärfer? Ja, aber gegen du hast deine Füße fotografiert. Nee, gegen die Situation. Das war ein bisschen. Da war selbst mit der Kamera kriegst du es hin, schlechte Bilder zu machen. Das Ärgernis ist, dass ich mir aufgefallen bin, so shit, 2 Euro für die Tonne. Ja, ich wollte gerade sagen, die Dinger sind richtig teuer, die Bilder. Ja. Also, kriegst du die für die alte auch noch? Ja. Ich habe jetzt Schwarz-Weiß-Filme und ich habe Farbfilme und ich plane gerade auch ein Video, so ein kleines Model-Shooting einmal mit der Polaroid, so ein paar Polaroid-Bilder zu machen, Schwarz-Weiß und Farbe, und im Gegensatz dazu mal ein bisschen Presets antreten zu lassen, ob man so auf das gleiche Niveau überhaupt kommt quasi, ne? Auf das gleiche Charme-Level möchte ich es mal nennen.
Auf das kleine Charme-Level. Also ihr Lieben, apropos Fotos, bevor wir es vergessen, Dirk, entschuldige bitte, du kannst sofort weitererzählen. Bevor wir es vergessen, ihr Lieben, viele hatten ja schon mal gefragt, Mensch Rico, die Ost- und Nordsee, die ist aber weit entfernt von meinem Wohnort. Kannst du nicht mal was bei mir in der Nähe machen? Und es wird tatsächlich in diesem Jahr, so haben der Dennis und ich das hier, mein Bier trinkender Freund und ich, was trinkst du denn da überall? Das sind ja immer nur so kleine Schlücke. Achso, okay. Also werden Dennis und ich in diesem Jahr, haben wir uns überlegt, mal im Schwarzwald etwas Nettes für euch auf die Beine stellen. So wie das Ganze verfügbar ist, machen wir natürlich nochmal einen Sonderstream mit live und da werden wir die tagesaktuellen Nachrichten unterbrechen und das senden lassen. Und gibt es das bei mir auf der Seite zu buchen. Genau. Und es wird 2 Tages-Workshops geben dann. Genau. Und also man kann nur wieder empfehlen, seid schnell. Wir haben es auf Madeira gesehen, wir hätten es selbst nicht gedacht. Das Ding... Also ich habe es auch hier oben gesehen, ich habe ja jetzt 2, ich habe mir schon überlegt, ob ich tatsächlich vielleicht versuche, jeden Monat einen Workshop dann hier auch so einen Tagesworkshop Theorie, Praxis zu geben. Im Übrigen, ihr Lieben, wir hatten eine Stornierung bei der Sächsischen Schweiz, bei filterfotograf.de. Peter und ich machen ja in diesem Jahr wieder unser Wochenende Sächsische Schweiz. Diesmal ist es so, dass wir alles mit drin haben, im Paket, das Hotel ist schon mit drin. Beim letzten Mal war es ja so, der eine oder andere war nicht schnell genug, dann war das Hotel weg. Wir sind in einem Hotel, wir haben einen entsprechenden Tagungsraum, wir werden Bildbesprechungen machen und. Und da jemand keinen Urlaub bekommen hat, der aber schon gebucht hat, sind 2 Plätze frei geworden. www.filterfotograf.de, wer dieses Jahr noch Lust hat, mit uns in die Sächsische Schweiz uns 3 Tage lang Löcher in den Bauch zu fragen. Da werden quasi jetzt noch 2 Plätze frei. Genau. Und kleiner Community-Bonus wollte ich jetzt gerade noch raushauen, weil wir wissen, wie schnell die Plätze weg sind. Also für alle, die jetzt im Stream drin sind und ihr jetzt schon wisst, da will ich auf jeden Fall dabei sein. Also wir haben ins Auge gefasst, das Wochenende, das wird dann wie gesagt final noch bei Rico auf der Seite sein. Hast du es gerade im Kopf, Rico? Ich habe es nicht im Kopf, aber du suchst es raus und ich kann allen sagen, wenn ihr bei mir auf der Seite, müsst ihr natürlich nicht machen. Da gibt es einen Newsletter und das habe ich ja sonst in meinen Videos auch immer gesagt. Genau, 1. und 2. Oktober. Genau, wer den abonniert, der bekommt immer einen Tag vorher, bevor ich das rausgebe bei Insta oder YouTube oder irgendwo poste, bekommen meine Newsletter-Abonnenten. Und keine Sorge, das ist jetzt nicht so ein, also wenn ich einmal im Monat ein Newsletter schreibe, ist das viel. So viel Zeit habe ich nämlich gar nicht. Ihr werdet nicht bombardiert mit irgendwas. Da kriegen alle Abonnenten kriegen dann vorab diese Informationen. Was ist mit den Workshops? Was ist tatsächlich, viele schreiben dann immer, als ich es gesehen habe, war es schon wieder weg. was soll ich machen? Ne? Genau, also ich wollte nämlich auch gerade sagen, entweder ihr meldet euch jetzt direkt bei Ricos Newsletter an oder ihr schreibt uns eine kurze E-Mail, das ist der kleine Community-Bonus, den wir hier haben. Genau. Wenn ihr schon safe wisst, ich möchte am 1. oder am 2. mit dabei sein, dann schreibt uns eine kurze E-Mail und dann nehmen wir euch da schon mit auf. Und ich kann euch so ganz klein, ne, alle, die dieses Jahr an einem Workshop teilnehmen, dürfen wir gar nicht so laut sagen, ist ja nachher online, kriege bei Case 10%. Ich habe einen Rabattcode, so ganz begrenzte Rabattcodes habe ich bekommen. 10% haben die ja noch nie gemacht, ne? Also, aber nur, ich muss dann eben auch zu Case die Anmeldung schicken, dass die wirklich auch an einem Workshop von mir teilnehmen und dann gibt es 10%. Und 10% ist ja schon nett, ne? Genau. Und das sind richtige 10%. Also nicht so eine, ne, hat vorher so und so viel gekostet und jetzt kostet nur noch die Hälfte und wenn du bestellst, kostet es wär's doppelt. Nein. Ja, aber nur so am Rand mal. Genau. Dass wir das nicht vergessen, was so an Terminen noch alles, weil viele auch mich tatsächlich immer direkt fragen, gar nicht auf der Website vorbeigucken, sondern immer fragen, gibt's einen Workshop, machst du Workshops? Keine Ahnung. Ja? Oder was haben wir so? Wieder so weit weg von hier. Ja. Als nächstes reiten wir bei Dirk ein. Dirk, wie ist so deine Wohnsituation? Können wir da irgendwie unterkommen? Nein. Genau. Wie viel Platz hast du? Ich habe eine Garage. Perfekt. Ja, hör mal, das sind wir ja gewohnt. Reicht. Genau. Und einen Garten, da können wir zelten. Und wenn er mit dem Hund vernünftig umgeht, könnte er die Hundehütte mieten. Oha. Ach, und dieses Jahr, ist aber auch noch nicht, ist noch gar nicht raus, wird es aber definitiv auch geben. Festival of Lights. Gibt es ja in Berlin. Habe ich mir Peter schon überlegt, ob wir da nicht mal dann auch doch an 2 Tagen jeweils mal so einen netten Abend, das wird dann irgendwie 17 Uhr losgehen und dann bis 24 Uhr. Und dann darfst du die Bilder überhaupt verwenden? Ich denke, das ist alles urheberrechtlich geschützt. Du kannst sie so nehmen, aber nicht für kommerzielle Geschichten irgendwas. Also darfst du jetzt nicht verkaufen oder sowas, das möchten sie nicht. Aber trotzdem, das zu fotografieren, das ist schon cool. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ja. Im Wessen machen. Ende.
Werbung Ende, genau. Hashtag Werbung Ende, genau. Aber das muss man ja mal ansprechen, weil viele von euch ja dann im Nachhinein die Fragen ja immer, genau. Genau. Nein, nein. Ich habe es nicht gehört, wann hast du das gemacht? Es war gar kein Marker gesetzt, ab wo jetzt die Termine vorgestellt werden und so weiter und so fort. Genau. Rico soll mal was im Westen machen. Ach, mir stehen Cowboy-Stiefel überhaupt gar nicht, Leute. Oh, der war flach, das oder? Eintragen ist so viel lustiger. ja, genau. Oh. Genau. Oh, herrlich. Ja, wie sind deine Erfahrungen, Dirk, so gekaufte Reviews? Hast du da schon mal so Anfragen bekommen? Und, also ich welchen Preis nimmst du? Genau. Welchen Preis also nimmst tatsächlich du so? Hatte ich schon zweimal Reviews, habe ich dann aber vorher gesagt, wo tatsächlich die Kollegen auch zahlungswillig waren, überraschenderweise, Softwareanbieter. Mhm. Also Rescue-Software oder so, der Review ist dann auch auf meinem Kanal drauf. Schon interessant, aber ansonsten, man kriegt viel, viel Schrott angeboten. Die Sachen, die man wirklich reviewen will, da muss man auch mal nachfragen, bevor man so ein Zeug da mal geliehen kriegt. Und im Moment wird man halt auf allen Kanälen, komischerweise, ich gehe jetzt endlich auch mal auf die 5000 zu, bombardiert mittlerweile mit Anfragen für LED-Lichter, für irgendwelche nachgebauten Mikrofone und was weiß ich für ein Blödsinn. Von daher, und, auf der einen Seite vom einen oder anderen Video hat man tatsächlich gute Zugriffszahlen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die Leute da gar kein Interesse dran haben. Ja. Aber es ist tatsächlich immer Aufwand und viele Produkte sind auch echt Schrott. Ne? Also wirklich Schrott. Was mir jetzt auch extrem aufgefallen ist in letzter Zeit, ist, dass extrem viele Billiganbieter in Anführungsstrichen auf dem Markt strömen mit gar nicht so guten Produkten. Oder du hast extrem teure Produkte in letzter Zeit sehr, sehr häufig einfach. Also wurde der teilweise. Das kennt sich so ein bisschen der Markt. Genau, also wo du dir selbst als professioneller Anwender schon denkst, so, also die ganzen Funktionen brauche ich eigentlich gar nicht. Und ich hatte schon Zeug, da habe ich auch gesagt, komm, schick mal zu, dann mache ich da was zu. Da hatte ich da eine Rückfrage, da hast du gar keinen Kontakt mehr mit aufbauen können. Mhm. Ich kam gleich die E-Mail zurück. Und dann nach ein paar Wochen kam der nächste mit demselben Produkt um die Ecke. Ja. Ne? Und wollte das einem dann wieder schicken. Das fällt mir sehr häufig auf, dass viele Firmen gar nicht wissen, welche Außendienstmitarbeiter, nennt man das so, Dennis? Keine Ahnung. Ja, dich anschreiben. Du kriegst mal in einer Woche von Klaus, Mike und Sibylle, die mit Sicherheit nicht so heißen, ein Screenbar. Oh, herzlichen Glückwunsch. meine ist kaputt. Vielleicht mache ich mal einen Langzeittest davon. Meine geht kurz an, wenn ich den Rechner hochfahre, ist dann ungefähr so eine Minute an. Da fängt sie an zu blinken und geht aus. Aber ich habe jetzt auch schon zwei oder drei Stück davon. Da kommen immer andere Mitarbeiter, die einen. Was machst denn du damit? Ja, ich habe hier zwei Monitore, eine Reserve. Was? Ich habe ja gerade gehört, wie lange die halten. Ich bin dein Vater. Ja. Also da mache ich auch nochmal Nachreview zu. Ich habe die gerne genommen, das muss man dazu sagen, gerade so mit der Helligkeit und so. Das ist schon cool. Ja, ist cool. Allerdings muss man ja auch dazu sagen, ich habe es auch im Video gesagt, ne? Also kriegt man ja auch für einen Bruchteil des Preises. Ob jetzt da ein Sensor drin ist und der automatisch meine Wohlfühltemperatur erkennt beim Licht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon mal gesagt, ich feiere sie. Ich weiß aber auch nicht, ob ich so viel Geld dafür ausgegeben hätte, tatsächlich. Ja. Ich hätte die nicht gekauft, definitiv nicht. Aber die fahren die Strategie, die alles, was über 1000 Abonnenten hat, kriegt so eine Lampe, glaube ich. Ja, ja. Keine Ahnung. Die haben erst Ab 1000 irgendwie so einen Alerten-Trigger eingerichtet, alle über 1000 schicken. Was jetzt ist der Container in Europa, jetzt muss der auch weg. Genau. Ich hatte ihn ja angeschrieben, ob sie nicht das Monitor-Department mal meine Adresse geben können. Aber das ist irgendwie. Wollten sie auch wieder nicht. Naja, verdammt. Nee. Ach, wo du sagst, weißt du, fällt mir gerade ein, der, guck mal, habe ich auch ganz neu, ne? So hier. Wow. Kann auch Feuerwehr und Dings, ne? Also ich glaube, das haben die das müssen die bei mir abgeguckt haben. Das ist ja unglaublich, nicht, dass die so Polizei und so. Das hat doch und Krankenwagen kann man. Patentieren lassen. Ja, ja. Genau, das Schlimme ist ja, Godox hat jetzt auch schon wieder neue auf den Markt geschmissen und da kann ich ja immer schlecht Nein sagen. Ne? Ja. Wobei ich mir jetzt schon überlegt habe, ich werde da irgendwie ein cooles Shooting zu machen. Kumpel von mir macht Musik und da haben wir schon gesagt, da machen wir ein geiles Musikvideo, ein kleines und mal so ein paar Schwarz-Weiß-Aufnahmen, einfach wenn er Mucke machen ist oder so, dass du es in so ein kleines Video mit einbauen kannst, weil ich habe keinen Bock schon wieder. Das ist ein LED-Licht und das kann leuchten. Und hier könnt ihr sogar die Intensität einstellen von 0-100%. Aber bis jetzt war das gut. Ja, wie lange machst du das denn so? Genau.
Wie oft hast du das schon gemacht? Genau. Allerdings muss ich sagen, Dirk, bei meinen ist das Stativ gar nicht so schlecht, was da mit bei ist. Ja, boah. Boah, ne? Sieht ja fast aus wie das von Manfrotto. Warte mal. Du musst mir mal... Check ich dir. Ja, ja. Guck mal, das also, sieht fast aus wie das von Manfrotto, oder? Ja, ja, nur im Billig. Achtung, und jetzt jedes dritte Video auf meinem Kanal LED-Lampen spezial. Genau. Ja. Also wir tauschen uns natürlich auch aus untereinander, ne, ihr Lieben, wo, also, ne? Damit wir möglichst viele LED-Lichter für euch anbieten können, tauschen wir uns auch untereinander. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass wir uns auch untereinander austauschen und sagen, pass auf, da antwortet da bloß nicht, das ist Müll. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Gott sei Dank. Das ist auch wichtig. Ja. Hm. Ja, naja, aber tatsächlich mittlerweile, ich weiß nicht, wie bei euch ist, also bei euch wird das ja noch viel schlimmer sein mit mehr Abonnenten, aber bei mir ist es schon, es nervt wirklich schon teilweise. Sie sind auch sehr penetrant manchmal. Ne? Ja, also, ja. Und es gibt wahrscheinlich auch ein paar seriöse Hersteller, die den Weg gehen, aber wie viele auch nach dem Motto hier ihre Affiliate Links von Amazon und wir, du kriegst dann rückerstattet, was weiß ich, oder wie, da sind ja auch welche bei, die Amazon Reviews wirklich so sehr verlangen, ne? Oder ja, danach schreiben. So Quatsch mache ich überhaupt gar nicht. Genau, nee. Ja. Aber es gibt ja auch gute Hersteller, wie zum Beispiel was Rico mir jetzt empfohlen hatte, zum Beispiel mit einem Grafiktablet, wo er gesagt hat, hey, schreibt die mal an, die sind echt cool. Sowas testet man ja auch gerne für euch und schaut es sich dann mal an und macht da gerne ein Review zu, wenn man ruhiges Gewissens so ein Produkt dann auch gut empfehlen kann. Ne? Also das ist natürlich Es wird nicht für jeden was sein. Es ist ja schon auch ein bisschen hochpreisiger. Aber es ist cool, ne? Deswegen hatte ich dir gesagt, also, das sind so Sachen, die macht Spaß. Das ist eine schöne Alternative zum Wacom und arbeiten. Ja. Genau. Und es hat bisher noch kein Hersteller. Ich bin ja auch richtig interessiert, ne? Also das geht ja euch wahrscheinlich auch so. Also es gibt ja auch tolle innovative Produkte. Da ist man auch, da hat man richtig Spaß dran, das mal auszuprobieren und dann auch den Leuten dann zu vermitteln, was da für Vor- oder Nachteile sind. Ne? Aber wenn man Heute wieder so ein paar B-Roll-Aufnahmen hatte ich noch für meine Rucksäcke gemacht. Da bin ich extra im Schwarzwald. Ich hatte heute einen geschäftlichen Termin im Schwarzwald. Und wenn du da schon mal bist, dann kannst du halt noch mal ganz kurz anhalten, da und ein paar Aufnahmen machen. Ne? Hat eine halbe Stunde gedauert, war meine Mittagspause. Und da habe ich zum Beispiel wieder dabei gehabt, die Insta360. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Produkt. Diese kleine Kamera feiere ich nach wie vor, weil sie einem einfach Perspektiven ermöglicht, was einem sonst keine andere Kamera ermöglicht. In einer super guten Qualität. Und da vermittelst du auch in deinem Review dazu. Und wir hatten, glaube ich, da auch einen Talk zu, Rico. Für mich war das Ding eben nichts. Ne? Aber auch, das ist meine subjektive Einstellung dazu gewesen. Aber wenn man das dann in seinen Videos vermittelt, ist schwierig auf seinem Kanal nachher unter dem Video. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Auch wenn man sagt, das ist deswegen, weil mein Einsatzzweck ein anderer ist, ist das nicht mein Produkt. Ne? Also, das finde ich zum Beispiel auch okay. Wir müssen ja nicht einer Meinung sein. Also das haben ja Rico und ich auch ja noch oft. Ja, ja. Ne? Ich finde auch die Begründung, was ich, Frank arbeitet ja super viel damit. Und die Einsatzzwecke, die er hat, wie er es einsetzt, ist super klasse. Ne, aber für mich ist die Kamera nichts. Ich hatte die auch im Urlaub mal, habe das ausprobiert. Mir war das mit dem Anhänger, die Bildqualität war nicht meins. Ne, das habe ich dann auch vermittelt und interessiert die Leute dann. Aber irgendwie, denn die fühlen sich dann irgendwie, ich habe die gekauft, ich habe das und das ausgegeben. Und jetzt die muss doch gut sein. Nee. Genau. Die 4 Wochen sind um, ich kann sie nicht zurückschicken. Für mich ist die nichts dann. Ne? Ja. Und dann, das finde ich eigentlich schade, dass die Leute da nicht mehr... das so unterteilen können. Ne? Ist ja jetzt auch nicht so ein Bächchen oder so, was man da macht. Ne? Also, wie wir in Schweden unterwegs waren, hatte ich die im Auto drin die ganze Zeit. Ne? Und ich hatte tatsächlich nachher, wenn du dann ein bisschen die Lüftung anhast, ne, dann ist die einmal, ich wollte einen Zeitraffer machen, da ist sie ausgegangen, weil sie zu heiß wurde. Also wirklich gar nicht, man hat über 10 Minuten, ich wollte jetzt so einen 30 Minuten Timelapse mal auf der Straße machen, und nach 10 Minuten macht das so, was ist denn jetzt los? Geguckt, da habe ich sie also ging auch nicht wieder an, dachte ich, was ist nicht kaputt oder was? Dann habe ich sie aber rausgenommen aus dieser Halterung, die ja cool ist, diese Klebehalterung. Ne? Das ist wieder, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Ne? Das ist Das ist alles, aber weil es zu heiß wurde, weil ich das damit aufgenommen habe? Ja, ist halt schon so. Ja, aber ich kenne das ja selber. Ich habe da so ein Review von Rico Best, ich weiß nicht, ob den einer kennt. Ne? Der hat so eine Action-Cam, die DJI Action, hat ja so mies gemacht. Da war ich auch sauer. Nein, Quatsch. Ja, aber, unglaublich. Ja, aber, nein, aber das sind doch immer Einsatzzwecke, die jeder irgendwie dann hat. Ne? Genau. Und ich finde, jeder muss sich aus seinem Einsatzzweck heraus beurteilen, die Produkte. Ja. Und dann müsst ihr euch das raussuchen, was eure Einsatzbereiche sind.
Ansonsten würde es ja auch keinen Sinn machen, wenn unterschiedliche Hersteller zwar eine ähnliche Zielgruppe ansteuern damit, aber ja Unterschiede in ihre Produkte reinnehmen. Mhm. Ne, der eine sagt, das muss kleiner sein, der andere, ne, wie jetzt hier die ganz neue, was die DJI, die neue, ganz, ja genau, richtig, ne, wo ich gesagt habe, Leute, das ist doch keine Action-Cam mehr. Ne, also das... Das hast du gesagt, wo ich sie nicht mehr zurückschicken konnte. Ja, das, das musst du doch selber sehen. Nein. Genau, also, für mich ist die gut, wirklich. Natürlich, wenn du damit in der Hand läufst, aber wenn ich sehe, auf der offiziellen Webseite hat das Motorradfahrer auf den Helm. Da würde ich sagen, wart ihr schon einmal beim Motocross? Da fährst du zweimal drüber, wenn da vor dir einer fährt, dann ist ein Stein gegen, ist das Ding Schrott. Gut. Und was kostet eine Scheibe? Ja. Bestimmt 200 Euro, wenn die repariert werden. Das ist dann Geschoss. Übrigens, die bringen eine neue Hülle raus, die kriegt jeder. Vielleicht hat ja jemand die trotzdem gekauft, auch nach dem schlechten Review von Rico. War ja nicht so schlecht, aber es gibt halt eine kostenlose magnetische Hülle. Schutzhülle. Alle, die, wirklich. Die nachdem alle, sie mein Video gesehen haben. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es bald einen Coupon in dem DJI Store für die Leute, die sie da offiziell gekauft haben, die sie danach anfordern können. Aber das hat mich bei DJI ja auch so geärgert. Ich habe ja die DJI Osmo gehabt von denen, die ich ja geschrottet habe. Die Tatsache an sich, dass ich sie geschrottet habe, okay, das wäre auch bei einer GoPro, also hätte die das nicht überlebt, was ich mit der getan habe. Aber ich finde es eine Frechheit. Ja, merkst du das manchmal, wenn du sprichst und das selber hörst? Aber ich finde die Tatsache an sich, dass du keine Ersatzteile dann für eine Action-Cam bekommst, das finde ich schwach. Also das ist, oder zu welchem Preis? Genau, da kriege ich eine neue Kamera für, dann wollte ich mir keinen Ersatzteil kaufen. Gerade bei Action-Cams sollte das nicht so sein. Ne? Genau. Ja, aber das finde ich tatsächlich wirklich schade, wenn der ein oder andere dann, ich fotografiere auch wissentlich mit Canon, ne? Sony-Kameras sind aber nicht schlecht. Nee. Ja, das ist ganz was Neues. Aber Sony-Kameras sind halt nicht schlecht. Ne? Die sind auch gut, aber ich komme mit den Menüs nicht klar, das sage ich auch jedem. Aber deswegen ist es nicht mein Produkt. Und wenn ich ein Review darüber machen wollen würde, müsste ich leider das Menü anmeckern, weil das ist für mich wirklich Qual. Aber es ist eine Gewohnheitssache. Genau. Ja, aber trotzdem, ich kenne viele Sony-Nutzer, die auch sagen, es stimmt schon. Da könnte Sony mal ein bisschen nachbessern. Also mit den neuen haben sie ja auch nachgebessert, das muss man ja sagen. Die Menüs sind ja schon besser geworden. Ja. Was mich zum Beispiel, kleiner Fun-Fact, warte. Warte mal kurz. Hast du festgeklebt auf dem Tisch? Hat er jetzt gesagt, warte mal eben? Was wollen wir sonst machen? Genau, ich hab mich ja so auf die Asien. Ja nicht genau. Ich habe mich ja so auf die Asien 4 gefreut. Genau. Ich habe mich ja so auf die A7 IV gefreut und da habe ich mich ja so auf dieses Klappdisplay gefreut. Habe ich mich wirklich drauf gefreut. Jetzt habe ich es und ich habe es schon bestimmt 10-mal verflucht. Weil? Naja, vorher hatte ich halt... Ja, weil du es gewohnt bist. Weil du es gewohnt bist, das gar nicht zu nutzen. Und weil ich habe von eigentlich gehört, dass es auch so oft Schmerzen raus. Ich hatte es vorher, die A7 III, und wenn du dann am Fotografieren warst und bodennah warst, hast du hier schnell hochgeklappt, konntest gucken. Das habe ich jetzt ein paar Mal mit der A7 IV gehabt. Hing ich dann da und wollte... Ah nee, warte, jetzt muss ich so, jetzt. Warte. Einfach ungewohnt. Und da habe ich geflucht, da habe ich wirklich geflucht. Klar, auf der anderen Seite, Hochkantbilder jetzt geht's endlich. Das habe ich immer vermisst bei dem. Ne? Aber Segen und Fluch zugleich, wie man immer so schön sagt. Ja, aber ich finde es halt schade, dass das... auch wenn man es dann wirklich auf seine persönliche Meinung zieht, in seinem Review dann auch erzählt, das ist mein Eindruck, das ist für mich nicht gut, dass die Leute es trotzdem dann, Aber damit mit Prügeln müssen wir leben, Dirk. Das ist nun mal so, dafür sind wir da. Hör mal, das sonst, ne? Nein, da, also habe ich auch keinen Stress mit, also ich kann da gut aushalten. Ja. Naja, mal ganz davon ab, bis jetzt ist es doch relativ ruhig bei solchen Sachen auf meinem Kanal, Gott sei Dank. Soll sich auch nicht ändern, von daher. Witzigerweise, bei manchen Themen denkst du dir so, okay, wenn ich das jetzt anspreche, das geht bestimmt voll, das geht voll ab. Da stellst du dich seelisch schon drauf ein. Genau. Da passiert gar nichts. Und dann sind so kleine Geschichten in Videos, wo da denkst du dir gar nichts bei und dann, da muss man selber in dem Video nochmal gucken, habe ich da wirklich so gemacht? Aber das ist so dieser Herdeneffekt, ne? Wenn einer, das merkst du, wenn das anfängt mit den Kommentaren und du hast so die ersten 3, 4, 5, 10 sind alle positiv und die sagen, Mensch, das war ein tolles Video und das sehe ich auch so, oder dann bleibt das so.
Ist aber der erste und der zweite, der schafft. Nee, auf, oh, auf gar keinen Fall, du. Ich weiß, wo du wohnst, weißt du? Dann schließen sich da alle anderen an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ne? Auch wenn sie wahrscheinlich vielleicht eine andere Meinung sind. Ne? Ja, da ist, ist wahrscheinlich, wenn der erste Stein in der Mauer ist, fehlt, ja, ja, da ist so eine Hemmschwelle wahrscheinlich weg. Kann sein, ja. Dann gehen die da alle so ein bisschen drauf ein. Aber auch damit, ihr Lieben, da lächeln wir doch drüber. Wir sind doch da diskussionsfreudig und bereit und schalten euch auf stumm. Nein. Ich wollte gerade sagen, letztendlich müsst ihr natürlich schauen. Also glaubt nicht den YouTubern, die den 28. Rucksack, Stativ oder irgendwas getestet haben und immer das Beste und Tollste haben. Das ist gut, dass du das ansprichst. Das funktioniert nicht. Hast du nicht gesagt, du bringst jetzt eine Serie Rucksäcke raus irgendwie bei dir? Ja, aber das ist nicht immer der Beste. Ich werde auch die ganzen. Okay, hervorragend. Da müsst ihr auch mit den Negativpunkten leben. Das ist ja leider ja, so. Ja, genau. Obwohl, man sieht es ja auch, dass die Produkte so hochjubeln, und da hatte ich mit irgendeinem Größeren auch schon mal eine Diskussion, die habe ich aber nachher wieder gelöscht, weil mir zu albern war, drüber gesprochen, der dann sagt, die Leute wollen das so hören. Ne? Naja, aber. Nee. Und die sind da super erfolgreich mit. Ich finde da irgendwo. Ja. Ja, natürlich, wenn du immer nur Ja sagst und alles schön ist, das ist natürlich bequem. Ich fand das damals, wo die Z6 rauskam, die zweite davon. Ne? Die haben einige YouTuber gefeiert, als wenn da ein ganz neues Modell rausgekommen wäre. Und die Veränderungen waren ja wirklich marginal. Ne? Also von daher gefühlt jetzt für mich. Jetzt. Aber da auf einigen Kanälen gibt es einige Reviews, da kann man gut als Beispiel heranführen für ja, Reviews, für, ja, wird einfach hochgelobt, gefeiert ohne Ende. Ne? Also. Ich habe gerade eine tierische Diskussion mit Skyloom, wo ich jetzt auch gesagt habe, die haben mich jetzt angeschrieben, jetzt ist das neue Update draußen und wann kommt dein Video? Und da habe ich ihn zurückgeschrieben, erstmal gar nicht, weil ganz ehrlich, was soll ich berichten über Funktionen, die es eigentlich schon lange gibt und die ihr jetzt nur in die neue Software reingemacht habt? Ja, Abo-Modell vielleicht? Ich habe jetzt auch wirklich mal geschrieben, ich weiß auch nicht, ob ich das generell noch empfehlen kann oder ob ich jetzt mal komplett umstelle auf andere Hersteller. Weil da, aber wenn wir hier auch über die Geschäftsführung so nicht. Die sind aber auch penetrant am Fordern, ne, was man da so alles. Die unterstützen einen zwar auch extrem, finde ich. Ne, Skyloom? Ja. Also doch, also das, wenn man da fragt. Vor allem finanziell. Achso. Da unterstützen sie einen schon, ja. Das Affiliate-Programm ist ja relativ gut, das stimmt schon, aber auch von Fragen her. Wenn also man das war natürlich für mich auch eine Frage, aber wenn ich Gewissen zwischen Geld entscheiden muss, dann werde ich mich immer fürs Geld Gewissen entscheiden. Nein. Ja, da fahren halt viele große. Genau. Nein, Quatsch, aber da werde ich mich immer für meinen Filter, ihr Lieben. Also wer jetzt mit seinem Bier noch zu Hause sitzt und gar nicht trinken konnte, weil wir noch gar nicht Filter gesagt haben. Filter, GND, CPL, ND, lasst euch schmecken. Ich trinke hier Tee, weißt du? Wasser, ne? Wasser. Wasser? Ach, du hast Tee ohne Geschmack. Ich könnte mir mehr nicht leisten, weil ich bei keinem Affiliate-Programm drin bin. Also, so. Alles ist. Ach ja, sehr schön. Ja, ja. Ja, schwieriges Thema. Also. Ne? Ist so, ja, aber wie gesagt, man muss ja nicht mit einem mitschwimmen. Das mache ich auch nicht. Ne? Ja, das kann ja im Endeffekt nachher auch jeder selber entscheiden, ne, ja. was er für glaubwürdig hält. Ich finde es schwierig, also, weil du natürlich auf Dauer, wenn du alles hochlobst und immer nur sagst, ja, das ist cool und kauf das. Und also ich glaube, hab ich in meinem Video schon mal gesagt, kauf das? Nee, ich glaube, das habe ich noch nie gesagt. Ich habe gesagt, also vielleicht ist es dein Produkt. Euch an. Ne? Genau, also das ist ja. Könnte interessant sein oder so, ne? Ja, genau. Ne? Aber irgendwie zum Beispiel, Kaufempfehlung. Lumina ist ja wirklich. Vom Affiliate und von der Unterstützung ein tolles Produkt, aber zum Beispiel, das ist jetzt nicht meins und ich fange jetzt nicht Videos dafür an, da zu produzieren, nur weil die jetzt ein tolles Affiliate-Programm haben oder sowas. Ich bin Adobe und arbeite gerne mit Adobe. Ich müsste mich da immer durchzwängen, weil ich finde das Produkt auch. Aber das fand ich ganz interessant. Weißt du, am Anfang, als Lumina rauskam, da war ich ja, ich sag mal, mit zwei, drei anderen YouTubern, deutschen YouTubern, so die einzigen, die über das Produkt eigentlich Videos gemacht haben. Ja? Und dann haben einige Wind bekommen, wie gut das Affiliate-System bei denen wirklich ist. Und auf einmal hast du auf den großen Kanälen, wow, und jetzt arbeite ich mit Lumina, weil das ist so toll. Und du denkst dir so, ja, weil das Affiliate-System in dem Moment jetzt gerade so toll ist. Ja, ja.
Aber auf der anderen Seite, klar, ich verzichte jetzt gerade auf jede Menge Kohle, das muss ich ganz klar sagen. Ich hätte das Ding jetzt auch voll hypen können und sagen können, hey, der Neo ist das Beste, was es auf der Welt gibt, hätte ich deutlich mehr Geld verdient, aber da stehe ich nicht hinter. Das finde ich dann auch nicht cool. Ja, also ich habe mir die dritte, bis zur dritten Version bin ich mitgezogen, habe mir das auch immer gekauft. Ich habe es mir nicht von Luminar selber schicken lassen, sondern habe das tatsächlich auch im Vorverkauf dann mir geholt. Und da war ich schon, da war bei mir dann aus, dass wenn ich ein Produkt, wo ich Features angeboten bekomme, herausragende Features, und dann kaufe ich das und es kommt raus und das ist gar nicht drin im Produkt, sondern die sagen dir, ja, das kommt in den Monaten. Und jetzt wird es ja noch besser. Und jetzt wird es ja noch besser. Mit den neuen haben sie jetzt ja geschrieben, ihr könnt das kaufen, aber ihr könnt natürlich auch unser Abo-Modell nehmen. Und wenn ihr das Abo-Modell habt, dann kriegt ihr auch die ganzen zukünftigen guten Funktionen. Und da denke ich mir schon, wenn ich so einen Satz schon lese, da denke ich mir das schon, da das kommt ist nicht mehr schon. Viel. Genau. Das ist so, sind die Ideen jetzt out. Ich habe das tatsächlich mir mal angeguckt, weil Adobe ist halt als Abo-Modell dann auch kostspieliger irgendwo, wenn man es dann. Ist aber so. Irgendwo haben die natürlich immer Funktionen zurückgehalten bei Skylum. Irgendwo hast du immer einen Kaufanreiz, die neue Version kaufen zu müssen, weil ja auch die alte dann nicht mehr so ganz unterstützt wird. Wenn man so guckt, die Foren und so, da ist ja relativ schnell ruhig um die alten Versionen immer. Von daher ist es wie ein Abo-Modell, nur ein günstiger. Und irgendwo fehlt ja auch mal was, wenn man gegen Lightroom da arbeitet oder andere Rohrentwickler. Ne? Also von daher. Und jetzt muss ich auch eins sagen, also ich arbeite ja für Godox zum Beispiel, und da ist es aber auch so, die bieten mir Produkte an, ob ich sie haben möchte, dann kriege ich die nach Hause geschickt, und erst wenn ich für mich entscheide, yo, das Produkt gefällt mir, dann mache ich ein Video drüber. Und wir hatten jetzt auch schon mal 2, 3 Produkte dabei, wo ich gesagt habe, ist nicht meins, dann ist es für die aber auch okay, dass ich kein Video drüber mache oder auch die Negativpunkte anspreche. Und das finde ich dann schon wieder cool von einem Hersteller. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also die können auch mit Kritik umgehen. Ja, ist auch wichtig. Ja, du musst auch sein. Ja. Weil sonst kann man sich auch nicht weiterentwickeln. Das ist halt auch der, ich glaube, das macht nachher die Professionalität von so einem Hersteller aus, dass er einfach auch mal bereit ist, solche Kritik aufzunehmen und zu verarbeiten, anstatt zu blocken oder mit der Rechtsanwaltkeule dann zu drohen, genau, dass man irgendwas erzählt hat. Habt ihr das Video gesehen? Ich fand das ja lustig, von Rollei, das Video, was es gab zum neuen Filterhalter, von Rollei direkt. Ihr müsst euch das mal raussuchen. Ich habe mich hingeschmissen. Und zwar, also herstellertechnisch, ne? Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, Rollei. Da sagt er doch tatsächlich, wie war das mit dem CPL? Achso, bislang hatten wir den wirklich sehr fummeligen und sehr umständigen Schraub-CPL, der immer mal wieder gehakt hat. Okay, ihr habt jetzt also über Jahre hinweg den Leuten was verkauft, wo ihr genau wisst, dass das kacke ist. Scheiße ist. Also marketingtechnisch ganz weit oben angesiedelt, muss ich schon sagen. Da hat einer richtig Ahnung gehabt. Ich weiß, es waren noch 2 so eine Sachen auch mit den Schienen. Auch das haben wir, das war ja vorher nicht so gut. Aha. Ja, also das war schon, fand ich schon interessant. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal das Original Roller an. Finde ich sehr, sehr. Das weißt aber, dass sie selber nicht von dem neuen Produkt so überzeugt sind, dass sie irgendwelche Argumente finden. Ja, genau. Das alte, also man muss das alte schon schlecht machen, damit das neue überhaupt greift, genau. Oh, feier. Ja. Ah, nee. Ja, schlimm. Aber Leitung und Photoshop für 12 Euro im Monat. Ja, ist nicht viel. Naja, das kann man immer relativ sehen, finde ich. Ich finde, 12 Euro ist jetzt nicht wenig. Es kommt immer darauf an, wie viel nutze ich so eine Software, wie viel setze ich sie wirklich ein. Und manche sind halt wirklich so, die möchten halt auch nicht so viel Bildbearbeitung machen. Und dann fände ich es als Nutzer auch cooler, wenn ich sagen kann, ich kaufe mir die Software jetzt einmal für 59 Euro und nutze sie die nächsten 3 Jahre von mir aus durch. Auch wenn ich keine großen Updates oder sowas bekomme, wenn es vernünftig funktioniert. Deswegen, also aber da sind 12 ja Euro ist für den einen wenig, für den anderen viel. Ich finde, das darf man halt einfach nicht pauschalisieren. Aber bei Adobe könnt ihr ruhig mal gucken, so wenn Black Friday oder kurz vor Weihnachten hauen die auch manchmal diese Jahresabos raus. Da kriegst du manchmal für 89 70 Euro oder so. Oder 80 Euro kriegst du dann ein Jahresabo, und dann hast du ja nicht nur das Lightroom Mobile auf dem Smartphone. Ne? Im Übrigen, wer da wirklich mal reinschnuppern will, auf dem 89 pro Jahr, siehst du. Genau. Wer da mal reinschnuppern will, die Version fürs Tablet und fürs Smartphone, ne, ist ja mit einem leicht eingeschränkten Umfang erstmal kostenlos.
erstmal um reinzugucken. Ne? Du kannst ja ganz normal deine RAW-Datei da dran auch entwickeln. Du kannst, glaube ich, nur, helf mir mal, ich glaube, keine Masken, ne? Weil ich habe jetzt die, ich habe natürlich die Free-Version. Ich habe auch nicht. Die Pro-Version, ich kann es jetzt leider auch nicht sagen. Ich glaube, die Masken klar. funktionieren nicht, die du zusätzlich reinziehen kannst. Aber ansonsten alles so in Entwicklung, Farbe, Helligkeit, Kontraste und. Dunstregler und Presets kannst du alles schon kostenlos verwenden. Ne? Musst du eben noch nicht kaufen. Das Einzige ist nachher, glaube ich, die Masken. Die Maskenfunktion, die ist eingeschränkt oder funktioniert dann gar nicht dabei. Ne? Aber ich sag mal, ja, für nachher 7 € im Monat, aber ist, wie du sagst, Dennis, wenn ich natürlich, 7 € können viel und können wenig sein. Das kommt natürlich immer darauf an, wie oft nutze ich das. Ne? Wenn du jetzt zweimal im Jahr sagst, Mensch, nach dem Urlaub möchte ich mal ein paar Fotos gucken, tut es vielleicht auch eine andere Software. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen am Gucken. Ich habe ja diese Pi oder Pi-Software schon vorgestellt. Ja. Da stört mich aber, dass sie echt extrem hakelig und langsam ist. Ne? Also damit mal eine vernünftige Retusche zu machen, ist relativ schwierig. Aber auch ich gucke natürlich gerade mal so ein bisschen rechts und links nach Alternativen, was ich euch anbieten kann im Bereich der Bildbearbeitung, wo wir vielleicht auch so eine Standalone-Software haben. Ich hätte zum Beispiel super gerne, Capture One ist auf mich zugekommen, beziehungsweise mit denen habe ich gesprochen. Mit denen hätte ich auch super gern zusammengearbeitet, aber die sind ja noch teurer. Geile Software, aber 270 € oder was im Jahr. Boah, und das nur für einen RAW-Converter, ja? Das finde ich zu viel. Also das, nee. Wobei dein Anspruch und deine Anforderungen natürlich auch ganz andere sind oder viel höher sind als viele andere, die da hobbymäßig sind. Genau, bei Dennis reicht auch Paint. Genau. Nee, aber genau das meine ich ja. Also ich möchte ja keine Software haben, die so exorbitant teuer ist. Sonst hätte ich Capture One genommen, weil die kann alles, was ich will. Ja. Aber ich möchte eigentlich schon versuchen, die breite Masse zu erreichen. Gibt es Capture One auch nur im Abo-Modell? Oder gibt es das so als... Nee, du kannst es auch kaufen, aber das ist auch so teuer. Also, ja. Ja. Also als Affiliate-Partner wäre super gewesen. Aber nee, das kann ich nicht ruhigen Gewissens anbieten. Das genau, ja, Hashtag hat er nicht gesagt. Ne? Ja. Werbung Ende. Ja, genau. Kauf die jetzt. Nein, aber. Was wollte ich jetzt sagen? Entschuldigung. Nein, aber das ist natürlich. Man muss Skylum trotzdem zugute halten, dass sie Adobe mal ein bisschen in den Hintern getreten haben. Ne? Also ja. Sind einige Funktionen. Konkurrenzbelebtes Geschäft, natürlich. Jetzt auf dem Markt, jetzt sind die, wir denen ruckzuck zu verdanken haben. Ja, ne? Ruckzuck gab es bei Adobe, bei Photoshop, oh Himmel, austauschen. Ne? Wunder, Wunder. Ja. Ja. Ja, heute, ne? Also, im Übrigen ist mir aufgefallen, ihr Lieben, der Haider. Als Filter. Dennis. Immer noch mal austauschen als Filter. Als Filter, ja, ja, jetzt auch als Filter. Personen rausretuschieren. Nein. Mit schwarzen genau. Bereichen. Mit CPL-Filter. Einmal drehen, weg. Genau, was wollte ich euch eigentlich sagen? Ich kriege jetzt Fraktallinsen. Was? Echt? Nee. Was kriegst du? Was hast du das denn gemacht? Fraktallinsen. Ja, da gibt es da gibt's. Wo wir bei Review sind. Oh, jetzt kriegt die gar nicht raus hier. Du hast ja das coole Black Magic. Da kannst du mir nochmal die E-Mail-Adresse schicken von Black Magic, wenn du Lust hast. Ja. Mach ich, ja. Guck mal. Es gibt ja bei Haider, ist das in deiner Version auch schon, dass es wechselbare, also reinschiebbare Schienen gibt? Einschiebschienen? Reinschieben ist immer super, aber nee, die habe ich nicht. Also es liegen jetzt bei dem neuen, kam mir sehr bekannt vor, eines anderen Herstellers, aber die fallen hier nicht raus bei Haider. Das habe ich schon probiert. Mark 2. Also ist die dritte Schiene quasi, die du vormachen kannst. Die dritte Schiene, nee, das ist ein komplettes Schienenset. Also du kannst wählen zwischen 2 Einschiebschienen und 3. Finde ich besser als nur noch eine dritte oben raufgebackt. Ist cool. Auch zum Schieben. Ist ziemlich fest. Also fand ich schon mal, das fand ich sehr positiv. Du, wie gesagt, Alter, ihr braucht doch keine Angst vor mir haben. Wie gesagt, ich bin ja auch grundlegend super zufrieden mit dem Haider-System. Das muss ich ja wirklich. Natürlich hat es Macken. Und natürlich, was mich zum Beispiel stört, ist, dass ich keine Feststellschraube habe. Meine Güte, schweres Wort. Gibt's beim zweiten jetzt. Genau, da haben sie dran gearbeitet, genau. Ja, ja, ja. Ne? Weil du gemeckert hast. Ach, du hast noch kein Video rausgebracht, ne? Ich war ja, mit mir spielen sie ja schon wieder nicht mehr. Ja. Ich habe wieder 3 Wochen gebraucht, um ein Video zu machen. Das war schon wieder. Boah, aber stimmt ja noch nicht mit dir. Sag mal, hast du noch eine richtige Arbeit? Genau. Musst du etwa arbeiten? Genau, stimmt ja nicht mit dir. Wie in Deutschland sind kurze Tage. Ja, genau. 7 Tage. Ja, ich war irgendwo hin, wo dauernd hell ist. ND 32.000, ja. Ja. Genau. Ah, sehr schön. Ja.
Ich denke, so die groben Themen. Ja, genau. Bedacht, andächtiges Schweigen. Ja, hat noch jemand was? Hat noch einer was? Hat noch schnell. Ja, aber habt ihr noch Fragen? Was der Andi da schreibt, ist natürlich ein bisschen traurig, dass sie alle in der Ukraine sitzen. Von Lumina ist natürlich ja ein bisschen dramatisch dann auch jetzt. Da wird es wohl kein Update geben. Nee. Das ist doch tatsächlich, die arbeiten auf Hochdruck. Echt? Und naja, das funktioniert alles. Die schicken auch regelmäßig Updates also an die Community raus und so. Also das machen sie, finde ich, schon ganz gut. Ja. Möchte man nicht mit den Herrschaften tauschen, das stimmt schon. Nee. Affinity-Foto, ja, tatsächlich habe ich bei mir auf der Watchlist, sage ich mal vorsichtig. Aber ich werde jetzt erstmal ein paar andere. Und? Okay. Affinity-Foto ist raus. Nein, auch da, ich weiß nicht, ich arbeite seit Photoshop Version 5.5 mit Photoshop, ne? Und da ist irgendwo. Man ist da eingefahren, ne? Und wenn man dann die Funktion nicht sofort findet, die man da braucht, die sind bestimmt da auch irgendwo drin, dann Programm zu, anderes auf, Regler ziehen, wo man braucht und fertig. Ne? Das ist halt. Ich habe mich aber damals zum Beispiel bei Photoshop auch geärgert, als die neue Anordnung der einzelnen Filter und sowas gemacht haben, letzte oder vorletzte Version. Da habe ich auch erstmal wieder ewig gebraucht, weil man, was du sagst, eingefahren. Ja, genau. Man war so eingefahren, dann denkst du so auf einmal so. Ja. Da waren auch viele sehr sauer, aber trotzdem, mittlerweile sind sie alle zufrieden über die Umstellung. Ne? Ja. Da musste ich halt erstmal mit anfreunden. Genau, ja, diese neuen Neutralfilter und sowas, was die gebracht haben, da waren auch ein, zwei ganz gute dabei, aber der Rest fand ich jetzt auch nicht so spannend, ja, ehrlich gesagt. Das haben wir Skylum zu verdanken, dass die Mistdinger jetzt da drin sitzen. Genau, der Mist. Ja. Na, ich meine, gegen KI ist ja tendenziell nichts einzuwenden. Ich habe ja auch diese KI-unterstützten Porträtfilter zum Beispiel vorgestellt. Die finde ich, also ich finde es faszinierend, was der Kram kann. Da wird es auch noch ein richtig cooles. Ja. Ah, da darf ich noch nicht spoilern. Nee, das hebe ich mir noch auf. Da wird es noch ein cooles Video geben. Auch Motiv auswählen und solche Geschichten, ne, für die Maske und so ist ja, genial, ich habe es im letzten Video ja gezeigt, das sind zwei Klicks, du hast eine Person freigestellt und das war's. Ne? Und gut, ja gut. Genau. Und so wie früher, dass du da anfängst mit den Masken verfeinern und Radialwerkzeug noch drüberlegen und mit dem Polygon-Lasso-Werkzeug und auch noch. Ja. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, das stimmt. Jo, was geht so bei euch die nächste Woche? Habt ihr Pläne? Ja, Review. So, hau raus, Dirk. Was hast du für Pläne? Komm. Ich habe übernächste Woche fahre ich nach Michael Ziegern. Stimmt. Ja. Stimmt, Michael hat seinen 10.000 Follower Special, genau. Ja. Letzte Woche war ich beim Klaus Helmich an der gleichen Location. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Lichtbild-Idealisten. Kleine Fotoausstellung. Ja, klar. Ja. Man ist ja auch ein cooler Typ so. Spricht ja, war ganz nett gemacht. Hat da so einen Director's Cut von seiner Norway Diaries oder so gebracht. War ganz nett. Ja, war schön. Schöne Grüße, Klaus, wenn du es siehst und hörst. Hat Spaß gemacht. Ist natürlich unter Corona-Bedingungen mit Maske und so immer noch ein bisschen schwierig, aber mal wieder unter ein paar anderen Fotografen war ganz, ganz interessant. Ja, wir sind dir wieder nicht gut genug, ne? Genau. Also das ist eine Stunde fahren, das ist noch in NRW. Ne? Also das stimmt, ihr kommt ja nicht in die Ecke, ihr fahrt ja immer um NRW. So das ist ja nicht so schlimm, weil du kommst ja jedes Jahr quasi jetzt in deinem Urlaub immer zu mir. Genau. Ja. Ich plane meinen Urlaub schon danach. Hervorragend, hatten wir doch so besprochen. Ja, ja, sehr schön. Nee, aber ansonsten, ich habe hier noch ein paar Reviews zu tun. Ja, wie unerwartet. Ja, aber wie gesagt, viel zu tun, wenig Zeit leider, aber wir arbeiten das nach und nach ab. Und wenn die nächsten Wochen so werden, wie sich ankündigt, also wenn Insta360 hier ist, da bin ich mal gespannt. Und DJI will ja was anbieten, die neue DJI Mini 3 soll, glaube ich, ist ja schon in der Pipeline scheinbar. Dann also ich hatte heute wieder die Zweier im Einsatz und ich muss ganz ehrlich sagen,
Klar, ja. Ich sag mal, jetzt auflösungsmäßig und sensormäßig geht da vielleicht noch ein bisschen was, aber die macht so geile Aufnahmen, da gibt es der Größe, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ich denke, auch bei vielen Sachen ist es jetzt durchentwickelt, ne? Also, ja, ja. Vielleicht noch ein paar Sensoren dran oder so, aber bei dem kleinen Ding, da kann man gegen einen Baum direkt fliegen. Ich glaube, da passiert nicht viel. Und daher, also bei Insta bin ich mal gespannt, was die raushauen wollen. Da bin ich wirklich mal gespannt. Ja, ja, der Teaser war jetzt auch nicht so gut. Ne? Schnell geschnitten, hektische Musik. Genau. Wie im Actionfilm, perfekt. Du hast nichts gesehen, aber das muss gut sein. Ja, habt ihr die Musik gehört? Muss ich haben. Muss ich haben. Genau. Schon mal Geld zur Seite legen. Nee, nee, aber keine Ahnung. Ja. Aber es wird ja dann wieder einen Shitstorm von Reviews geben. Ne? Schnell ja, wahrscheinlich, ja. 3, 2, 1 jetzt, ja. Mhm. Genau. Das Beste, aber vielleicht stehen schon alle in den Startlöchern. Für die Drohnenpiloten, die Zertifizierung ist nach hinten geschoben worden. Ja, also normalerweise sollte ja ab 1.1.23 Einschränkungen kommen für alle nicht zertifizierten Drohnen. Das ist jetzt auf 1.1.2024 verschoben worden. Mhm. Also kann man weiterhin seine Mavic 2 oder so unter den normalen alten Bedingungen noch fliegen. Ist heute, glaube ich, rausgekommen als Verordnung. Das ist vielleicht noch ganz interessant für den einen oder anderen Drohnenpiloten. Nimm Godox. Genau. Link unter dem Video. Genau. Ja. Nee. Ja, aber ansonsten genug zu tun. Es reicht ja. Bei mir auch. Ich werde ein paar, das ein oder andere Review vielleicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Moment so gar keine Lust auf Reviews, irgendwie so richtig, aber ich habe auch noch, ich habe noch das ein oder andere Schweden-Video, was noch muss, und Schweiz, meine Frau schon mal, wann sehe ich denn unseren Urlaub aus dem letzten Jahr in der Schweiz? Da ist schlummert richtig viel Material noch, wir haben wirklich tolle Spots, ich glaube, da mache ich mich mal ran jetzt, ja, das wird bestimmt auch ein Dreiteiler. Da ist wirklich viel Material gewesen, denn das ja, ist für uns ja auch immer cool, ne? Wenn man sich das nachher nochmal angucken kann. So. Also das auch so ein Mensch, das war schön, wo wir da waren. Ne? Das ist ja so ein, das, wo andere sich dann zu Hause ihre Familienalben angucken, dann kannst du sagen, ach, ich gehe mal auf YouTube, gucke ich mal. Oh. Ja. Genau. Ja, das finde ich auch so, so, wenn ich mir so die Fotowalks so aus der Schlucht oder Hallstatt oder sowas angucke, da denke ich mir auch immer so, ach, das war schon schön. Genau. Wir fahren im Herbst wieder zur Schweiz. Ja, sehr schön. Oh, auch schön, ja. Ja, da freue ich mich auch drauf. Berge ist ja, jetzt gut, jetzt erstmal steht ja bei uns jetzt Madeira an, dann bei mir Kroatien, dann Schwarzwald. Jo. Oh, macht lieber Fotowalks. Ja. 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 Wer soll die bezahlen? Wer soll die bezahlen, ihr Lieben? Das ist ja das Zeit, einige. Die Zeit, ne? Also ein Fotowalk ist wirklich, das sind 2 bis 3 Tage, die einfach platt sind. Was ich mal vorhatte, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Was ich mal ziemlich cool fand, ist, das habe ich mal vorgeschlagen, dem einen oder anderen Hersteller, also genau genommen habe ich es mal Case vorgeschlagen, mal unabhängig vom Filtersystem, hat Case aber ein paar super Fotografen, die so Case-Fotografen sind und gar nicht nur deutschlandweit, sondern tatsächlich europaweit. Und da hatte ich mal die Idee, die mal alle mitzunehmen, also mal anzufahren. Ne, jeder hat ja so seine Spots, da musst du dann auch nicht lange gucken, sondern jeden einfach mal vorzustellen, hey, weil viele interessiert das tatsächlich auch, weil mich andere auch angeschrieben haben, kennst du nicht hier noch jemand in der Gegend bei mir, der vielleicht auch mit Case fotografiert? Wo kann ich mir mal so einen Filterhalter vielleicht angucken oder so eine Geschichte? Und das war tatsächlich mal dann mein Vorschlag, dass man mal, das ist natürlich eine Riesengeschichte, ne? Also du bist natürlich auch viel unterwegs, aber mal so eine Europatour, ne? Einfach mal zu machen, mal auch coole Spots anzugucken. Ja, könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr da mal Lust drauf habt. Vielleicht kommen ja genug Kommentare zusammen, dass dir Dennis und Rico mal nach NRW kommen. Ja. Wir fangen, ja. Ist nicht so schwer. Genau. Ja. Das machen wir mal. Wir suchen mal einen Termin aus und dann machen wir das mal. Wir wollten ja eh, wir sind ja, eigentlich müssen wir eh nochmal unser Fan-Treffen planen. Ne? Das wollten wir auch eigentlich die ganze Zeit machen. Richtig, genau. Ja, wir suchen Selbsthilfegruppe Filter, genau. Die haben wir, glaube ich, schon auf Madeira, ne? Die Selbsthilfegruppe Filter. Die haben wir da, genau. Genau, das glaube ich auch. Aber da werden wir euch mitnehmen, ihr Lieben. Es wird cool dieses Jahr. Da wird es auch viel Content, das werden viele Fotowalks werden. Genau, genau. Da wird es viel geben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Auch genauso nachher, wenn wir unseren Fotoworkshop im Schwarzwald geben, da wird es auch was zu geben. Da werden wir auch so Behind-the-Scenes werden wir da auch aufnehmen und
Ja, damit was kommt. Ja, das ist ja das Schöne heute. Ne? Man kann halt über Insta-Stories und Videos auch immer dann so von zu Hause mal da. Auch die Leute, ja, und, ja, genau, und auch die Leute mitnehmen. Das ist interessant. Es macht auch Spaß, wenn man dann da mal guckt, was da so abgeht und wenn andere Fotoverrückte da unterwegs sind. Wobei ich jetzt schon weiß, da wird es mir sowas von grauen, wenn ich aus Madeira nach 14 Tagen wiederkomme, wahrscheinlich mit 8 Terabyte Daten. Boah, da kann ich jetzt schon... Ja, sehr schön. Ja. Nein, da wird es auch einige coole Projekte geben. Wir haben einige richtig coole Kooperationen am Start auf Madeira. Also da könnt ihr euch wirklich schon freuen. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit und Leidenschaft jetzt schon drin. Und ich glaube, das wird richtig gut und spannend. Wie immer. Yep, yep. Wie bei allem, was wir machen. Eigentlich schon, ja. Das muss man sagen. Dafür sind wir ja da für euch, dass ihr die spannenden Sachen, die wir erleben, begleiten könnt. Genau. Und wenn ich die ganzen wir testen den ganzen schrottigen so LED-Lichter, damit ihr sie nicht genau testen müsst. Genau, damit ihr euch da keine negative Erfahrung zuzieht. Genau. Eigentlich müssen wir zum Jahresende mal so ein reines Outtake-Video machen. So eine investigative Geschichte über, wo kommen die eigentlich diese ganzen LED-Lichter her, machen. Genau, ja, lass uns das machen. Wir fahren nach China und forschen. Wahrscheinlich wirklich eine Fabrik und der lacht sich tot. Ja, viel mehr wird es wohl nicht sein. Ja, zumindest ist drin der Chip, also die Basisplatine, das ist doch alles gleich. Die Funktionen sind ja alle gleich. Also jeder Hersteller versucht ja so ein bisschen noch ein neues Gimmick. Die ich jetzt hier gerade hatte, die haben mich angefangen. Ich habe so gesagt, ja, ich gucke sie mir an, aber ich mache aber kein reines Review dazu. Na, ich teste sie mal. Was ich jetzt tatsächlich gut fand, als ich auch im The Grand war, dass du nochmal einen extra Bügel hast da schon. Ne? Du kannst es eben auf die Kamera anmachen, da ist nochmal entsprechend ein Glitzschuhadapter mit bei. So. Das sind aber nur so Kleinigkeiten. Ne? Ja, bei mir ist es hier nochmal anders. Ich weiß gar nicht, ist ja egal, aber so noch ein Foto ist wenigstens doch mal so. Ja, genau. Aber du kannst das Rad kannst du doch nicht neu erfinden. Ne? Und ich glaube, wer auch ein so ein LED-Licht von der Grundfunktion gekauft hat, der ist doch auch satt damit. Ja. Also mehr. Ja. Wie viel Polizei brauchst du denn? Also ich arbeite sehr, sehr viel Deutsche. Achso, ja, das stimmt, genau. Aber ich muss zugeben, ich arbeite ja sehr, sehr gern mit den LED-Lichtern, also gerade im Bereich Produktfotografie und so. Da nutze ich die schon brutal viel. Also ich sag mal, so zwei Stück bräuchte ich in meinem Arbeitsalltag schon, aber alles drüber hinaus ist... Was du sagst. Anni, Quatsch. Wann kommt die Kroatien-Tour? Anni, mein Lieber, es ist tatsächlich so, dass ich mich mit meiner Frau schon drüber unterhalten habe und dass wir gesagt haben, Mensch, Kroatien, das wäre doch mal ein nettes Urlaubsziel. Ich komme auf dich zu, da kannst du dir sicher sein. Das ich wollte gerade sagen, du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben. Ja, also du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben, Andi. Ich bin im September safe in Kroatien. Also wir haben schon gebucht. Wir sind auf jeden Fall Anfang September wieder in Kroatien. Wir werden wahrscheinlich runterfahren über Zadar und dann weiter nach Split und dann geht es für uns auf eine Insel. Ihr splittet also den Urlaub? Wir splitten den Urlaub, ja, immer. Von da aus starten wir immer. Nein, die Patentante von meinem Sohnemann, die Eltern wohnen in Zadar. Deswegen machen wir da mal ganz gerne einen Pitstop für 1-2 Tage und fahren dann weiter bis nach Split und dann geht es für uns auf eine Insel und dann auf dem Rückweg dann aber durchgefahren. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, gab es bei mir noch was? Ja, bei mir nächste Woche gibt es 2 Reviews, wie gesagt. Ach nee, gar nicht mal ein Review und ein Lernvideo. Und dann ist es bei mir ein bisschen ruhiger, weil ich habe jetzt die nächsten 2 Wochen arbeitstechnisch ein bisschen viel. Also meine ganzen nächsten 2 Wochen sind komplett durchgetaktet. Da wird es dann erstmal nichts geben. Und danach gibt es dann noch ein Review auf jeden Fall irgendwie zu dem Wildrox-Objektiv. Und ich habe 2 coole Fotosachen für euch vorbereitet. Da freue ich mich auch schon drauf. Stimmt, kreative, nächste Woche, kreative Fotoidee, habe ich am Start. Ha, ich habe was ja, ich Cooles auch gesehen und das, genau. Ja. Zwei coole Fotoideen und ja, ein cooles Dirk, du musst Video jetzt auch schnell sagen, habe ich auch. Hab ganz vergessen, wie streiche ich meine Wand. Nein. Genau. Und noch ein cooles Video, endlich, das schiebe ich jetzt schon so lange vor mir her, das kommt jetzt auch auf jeden Fall spätestens im April, über die Makrofotografie. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Schön, schön. Cool. Gibt so viel cooles Zeug außerhalb von Reviews zu machen. Oder? Ja. Ich sag's ja. Ja, Gott sei Dank. Ja, Lichtzieher habe ich auch noch. Ach, in der Pipeline. Oh, das kommt mir schon wieder dazwischen. Ja. Um das nochmal rund zu machen, wollt ihr das denn jetzt reduzieren für euch, Reviews? Oder? Nein, also ich sortiere ja schon lange aus.
Ja, ne? Also du kannst sagen. Ja, also es ist ja für uns natürlich auch interessant. Ich finde immer an einem Review, finde ich cool, dass ich selber nicht einroste. Weißt du, dass ich selber mal gucken kann, was ist neu? Ne? Was gibt es für neue Objektive? Denn im Grunde ist es ja tatsächlich so, wenn du es vernünftig machst, und das gehe ich mal von aus, machen wir ja drei, dann beschäftigst du dich ja mit der Sache. Ja, und dann, die grauen Zellen müssen aber arbeiten. Ne? Wenn du jetzt nur immer stupide so das Gleiche machst, das finde ich eine große Herausforderung eigentlich auch. Dass du immer, erstmal bist du up to date, was die Technik angeht. Ne? Und du musst dich halt immer damit beschäftigen. Du musst vielleicht auch mal was machen, was du sonst nicht gemacht hättest. Weil du jetzt sagst, Mensch, das Objektiv hätte ich mir vielleicht selber gar nicht gekauft. Aber um das zu testen, mache ich eben eine andere Art von Fotografie zum Beispiel. Ja, das stimmt auch. Oder ich stelle mich mit dem neuen LED-Licht bei uns vor die Wache und guck mal, was passiert. Weißt du? Und ich finde auch, wenn man es so macht, wie wir es machen, da schließe ich jetzt mal alle Beteiligten hier mit ein, entwickelst du ja auch neue Ideen aus den Produkten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt das LED-Licht kriege, ich werde jetzt mich nicht nochmal vor die Kamera stellen und sagen, das ist ein LED-Licht, sondern da kam jetzt halt die Idee mit dem Musiker raus. Also du kannst ja auch kreativ was um die Produkte drum bauen, wo du dich selbst dann auch wieder zwingst zum Fotografieren, in Anführungsstrichen. Na, also das ist... Von dem her würde ich jetzt auch nie ganz drauf verzichten und vor allen Dingen finde ich es auch wichtig, um den Kanal natürlich auch zu finanzieren, um andere coole Projekte finanzieren zu können, wie jetzt zum Beispiel Madeira. Da braucht man auch dann die dementsprechenden Hersteller und wenn du für die nichts machst, kriegst du halt auch nichts. Ja, ja, schon, ja, ist halt so. Ja. Daniel, genau, Daniel ist auch da. Mit Daniel werde ich demnächst wahrscheinlich, hoffentlich, vielleicht mal wieder, wir wollen mal so ein bisschen aus der Lensbar-Geschichte was machen. Ne? Ich weiß nicht, wir hatten, letzte Woche hat es bei mir nicht funktioniert, oder diese Woche, Lensbar-Fotografie in der Stadt, ein paar interessante Sachen, so mal auch abends, blaue Stunden und so, was man da so, auch bunte Lensballs, ne? Wir waren ja letztens am Gespensterwald, haben wir auch schon ein paar Fotos mitgemacht. Ja. Aber vielleicht nochmal hier so auch wirklich in die Runde nochmal, was diese Abkürzung bedeutet. Das würde ich ja an den Wildrox-Objektiv gerne schon mal wissen. Ne? Die haben da irgendwas draufgeballert, was cool aussieht und dann... Aber wahrscheinlich. JFRBW finde ich ja schon. Also solange da nicht VEB Robotron draufsteht, ist das alles in Ordnung. Ich dachte, ihr wüsstest das jetzt. Ich habe mich ganz arm drauf gefreut. Keiner weiß das. Ich will wissen, ob das ein ordentliches Foto macht, ob der Autofokus, das interessiert mich doch nicht, was da draufsteht, was die sich da einfallen lassen. Das nee, sowas muss ich auch wissen. Das gut, das finde ich gut. Das, dein Wissensdurst ist ja quasi... Noch nicht gestillt. Ja, noch nicht gestillt, genau. Ja, aber hatte ich noch nie, dass jetzt auch einer ankommt und sagt, tolles Objektiv, was steht da drauf? Was steht da? Was bedeutet das? Genau. Was zum Beispiel auch auffällt, wo wir noch bei dem Thema Reviews gerade sind, viele Hersteller fangen irgendwie mit extrem günstigen Produkten an, verkaufen die und werden dann aber immer teurer. Also finde ich ein tolles Beispiel, K&F, wie die sich über ihre Produkte so langsam jetzt in diesen Mid-Sektor gesteigert haben. Ja, wirklich. Aber die haben sich auch von der Qualität gesteigert, ne? Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Klar, keine Frage. Also ich muss tatsächlich sagen, dieser Filterhalter von K&F, der neue, ne? Das ist schon... Da hat schon einer mitgedacht, was ich nicht so gut finde. Für den Preis. Also zumindest die Umsetzung der Rahmen. Das muss wirklich einer nochmal. Das ist dann so wieder, wo ich denke, so, ja, und dann hatte der Feierabend. Dann kam der nächste, was zu sagen, ich mach das fertig. Das kommt dann dabei raus. Ja, tatsächlich. Ich würde ja gerne noch das neue Stativ von denen testen. Haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, aber da gibt es ja gerade keine auf Lager. Ja, genau. Die Aktion läuft noch nicht an. Wir müssen erstmal alle E-Mails sammeln und dann rausschieben. Ja, ja. Genau. Dann lohnt sich den Container los. Ganz genau. Wir schmeißen schon mal eins rein für Dennis. Genau, richtig. Groß mit Edding drauf. So, Goodie. Ich würde sagen, anderthalb Stunden sind schon wieder rum. Es geht immer rasend schnell hier. Unglaublich. Wie sieht's aus bei euch, Jungs? Also nächste Woche geht bei mir nicht. Übernächste Woche wollen wir mal wieder was, ein bisschen was machen. Habt ihr Lust? Ja, sehr gerne. Ja. Wirklich, ich hab Termin. Mein Terminplaner ist runtergefallen. Bevor ich jetzt was sage, ich berichte euch dann über das Treffen. Wir können ja, wenn ihr Lust habt, wir können ja auch mal gucken. 31. Roller-Stativ. Steffen, ist auch in der Mache, aber Ja, eigentlich kann ich eins machen. Ich glaube, ich habe genug Erfahrung damit gesammelt, mit dem Roller-Stativ. Auch wenn es viel Geld kostet. Ich habe eine Meinung dazu. Die ist gar nicht so schlecht.
Ja, also, genau. Was haltet ihr davon, wenn wir mal eine nette Viererrunde nächstes Mal machen? Vielleicht kriegen wir Peter mal wieder dazu. Ja, ja, klar. Der hat auch so eine Hintergrundbeleuchtung immer. Zum Beispiel, genau. Ja. Oder Dirk? Ja, gerne, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin dabei. Ja. Hervorragend. Da freuen wir uns. Ich bin immer gerne dabei. Sehr schön. Genau. Gut, ihr Lieben, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, ihr zwei. Genau, like wer jetzt, ne, bevor ihr ausgeschaltet habt, genau, noch liken, genau. Dennis noch 5 Euro über PayPal, Kaffee.me hier. Genau. Und dann ja, sonst kommt er nicht ins Schlaf. Ja. Oh. Und dann würde ich sagen, Werbung Ende. Aber ist krass, wie der Ton gleich, ne? Mach mal, halt's mal nochmal hoch und sag mal noch was. Und Werbung Ende? Ja, klar, du bist jetzt vom Mund weg. Ja. Nee, jetzt ist ja, wieder, ja, jetzt geht's wieder. Ja, genau. Das jetzt am Anfang machen. Hat aber nur USB-Anschluss, oder? Ja. Klinke, oder? Nee, USB. USB-C und Klinke dann für Kopfhörer. So. Genau. Also kann man nicht direkt am Rekorder anschließen. Leider nicht. Aha, gut. Kommt in der nächsten Version. Genau. 2.0, nachdem Dennis das Servicen hat. Gut. Also, in diesem Sinne, euch allen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Genau. Ja, bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.